Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Grazer Kunsthaus und auch sehr herzlich willkommen im Livestream. Wir übertragen auch ins World Wide Web. Herzlich willkommen zum EU-Bürgerinnen- und Bürgerdialog. Und unser Thema ist heute ein wirklich spannendes, auch ein sehr, sehr wichtiges. Wir werden heute besprechen den EU-Datenschutz und natürlich auch die jetzt ab Mai, 25. Mai ist es da ganz konkret, kommende EU-Datenschutz-Grundverordnung. EU-Datenschutz. Wir haben es auch in der Vorbereitung schon gesprochen. Nehmen wir dieses alte Bild vom David und von Goliath. Und wenn Sie da jetzt an diese großen weltweiten Player denken wie Facebook, Google und Co., dann sind die mal Goliath und wir der Einzelne, Sie sind der David. Ja, Sie haben nicht mal den Stein, um den Riesen zu besiegen, das heißt, Sie haben gar nichts. Sie können sich dem im Grunde jetzt nur fügen. So hat es oft den Anschein, so ist es natürlich nicht, das werden auch unsere Expertinnen und Experten dann heute ein bisschen näher beleuchten. Und spätestens mit dieser Datenschutzgrundverordnung endet sich europaweit für alle, die hier im Raum sind und für alle Menschen in der Europäischen Union wirklich grundlegend. Das möchten wir uns ansehen. Wir möchten Ihnen natürlich auch die Chance geben, einfach mitzusprechen. Also die Europäische Union, die ist schon auch in Brüssel und natürlich auch in Straßburg, aber die ist heute auch hier in Graz. Auch die nationale Datenschutzbehörde ist heute hier in Graz. Und da sind wir jetzt auch schon bei unseren Gästen. Das ist einmal Andrea Jelinek. Sie ist die Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde und wird aller Voraussicht nach die Leiterin des Europäischen Datenschutzausschusses, damit die oberste Datenschützerin in der Europäischen Union. Da bitte ich Sie mal um einen kleinen Applaus. Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten sitzt Ralf Sauer, stellvertretender Referatsleiter in der Abteilung Internationale Datenströme und Datenschutz. Das heißt, da verlassen wir jetzt sogar die Europäische Union. Ganz konkret ist es angesiedelt in der Generaldirektion Justiz und Verbraucherschutz in der Europäischen Kommission. Und Ralf Sauer, und das ist sehr, sehr spannend, war maßgebend an den Verhandlungen zum EU-USA-Datenschutzschirm beteiligt, diesem sogenannten Privacy Shield. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier in Graz sind. Auch für Sie bitte um Applaus. Und live aus Salzburg zugeschaltet, Max Schrems. Er ist österreichischer Jurist, Autor, Datenschutzaktivist. Er hat ja vor dem Europäischen Gerichtshof die, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, Datenkrake Facebook schon ein wenig in die Schranken weisen können. Und es ist ihm jetzt vor rund anderthalb Monaten, circa im Januar, gelungen, mit einer Crowdfunding-Aktion über 300.000 Euro zur Gründung einer neuen Organisation zu sammeln. Über die werden wir natürlich auch sprechen. Bitte Applaus für Max Schrems in Salzburg. Wie wird das funktionieren? Wir werden im Grunde jetzt mal eine ganz kleine Fragenrunde jetzt für unsere Gäste haben. Dann sind Sie aber bereits eingeladen und aufgefordert, einfach mitzusprechen. Wir haben Mikrofon im Raum. Wenn Sie eine Frage haben, zeigen Sie das bitte einfach an. Warten Sie, bis das Mikrofon kommt, sonst hören wir Sie nicht und im Livestream noch viel weniger. Und ja, und dann starten wir einfach rein. Wir beginnen mit Frau Jelinek, wie gesagt, die Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde. Frau Jelinek, habe ich sogar mitgebracht, Sie haben ein sehr interessantes Interview gerade gegeben in der Kleinen Zeitung. Sie waren in Barcelona, dort war es die weltgrößte Mobilfunkmesse. Ich denke, das haben Sie alle in den Medien auch mitbekommen. Großartig, Sie, weiß ich nicht, fotografieren ein Produkt und bekommen sofort die Werbung dafür und so weiter. Es gibt ganz tolle Sachen. Was Sie aber in diesem Interview in der Kleinen Zeitung sagen, Datenschutz hat dort eine sehr, sehr kleine Rolle gespielt. Warum das? Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich war ja nicht Aussteller, nicht Ausstellerin. Ich habe es nur wahrgenommen. Das ist die weltgrößte Mobilfunkmesse. 135.000 Teilnehmerinnen. Also eigentlich würde ich mal sagen 80% Herren und maximal 20% Frauen. 100.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und 35.000 arbeitende Menschen dort. Es ist sehr beeindruckend, es ist wahnsinnig groß, es ist wahnsinnig viel. Also es gibt kein Auto, das nicht mehr selbst fährt. Es gibt keinen Roboter, dem man nicht irgendetwas anschaffen kann. Und all jene Unternehmen, die sich dort präsentiert haben, haben wirklich ganz, ganz tolle Dinge präsentiert. Allerdings habe ich sehr wenig wahrgenommen, was den Datenschutz betrifft. Man muss es den Veranstaltern dieser Mobilfunkmesse zugute halten. Sie haben erstmals ein großes Forum begonnen,
mit Datenschutzbehörden, mit Vertretern und Vertreterinnen der Kommission. Und wir haben da auch kleine Panels gehabt sozusagen. Natürlich ist das nicht so interessant, wenn über Datenschutz gesprochen wird, wie wenn man sich in einen selbstfahrenden Bentley setzen kann oder in eine ähnliche Automarke. Und die Herren haben das wirklich sehr, sehr begeistert getan. Ich habe auch keine Dame in irgendeinem Auto sitzen gesehen. Also war wirklich sehr spannend zu beobachten. Ich war nicht nur auf dem Panel, sondern ich bin sozusagen inkognito da herumgestromert und habe mit den Ausstellern und Ausstellerinnen gesprochen. Da gab es nämlich schon Damen, vorwiegend am Frontdesk, die dann gebeten haben, man möge links oder rechts gehen. Ich glaube, es wird ganz wichtig sein, dass wir auch Frauen in die Technik hineinbringen, und zwar mehr denn je. Darf ich nur ganz kurz zu Inkognito? Sie sagen dann nämlich in der kleinen Zeitung, Sie haben natürlich da mal eine Akkreditierung bei so einer Messe, und da stand da Ministerial auf ihrer Karte, also quasi offiziell Behörde und so weiter und so fort. Sie haben dann mehr erfahren, als Sie diese Karte weggedreht haben. Was haben Sie dann plötzlich erfahren, als man nicht mehr gewusst hat, wer Sie sind? Na, es ist ganz einfach. Die Leute sprechen einfach, was für tolle Gadgets sie haben und wie faszinierend und wie toll das alles ist und was man alles damit tun kann. Und dann habe ich gefragt, wo sie die Daten her haben. Na ja, das ist eh ganz einfach, und das sammelt man hier und das sammelt man dort. Und dann habe ich gefragt, wie sie die verschnitten haben und was sie da gemacht haben und wie lange das gespeichert wird. Und irgendwie sind dann einige schon etwas hellhörig geworden und haben sich gedacht, das ist ganz eigenartig. Und einer hat mich dann gefragt, was ich mache. Und ich habe gesagt, naja, ich arbeite im Datenschutz. Und in dem Moment hat er sich so vor seinen Screen gestellt und hat geglaubt, dadurch ist sein Screen sicher vor mir. Das sind dann doch ganz interessante Mechanismen, die irgendwie aus dem Stammhirn kommen, dass man glaubt, wenn man sich da vorstellt, dann weiß man nicht mehr, was drin ist. Und das war schon ganz interessant zu sehen, wie die Reaktion ist. Und es gibt viele Unternehmen, die sagen, es ist alles ganz schrecklich, was da am 25. Mai kommen wird. Und sie haben so viel Geld investiert und es ist ganz, ganz furchtbar. Aber wenn ich mir alleine die Präsentationen angeschaut habe, der Stände und all das, was dort geboten wurde, kann ich mir nur vorstellen, da muss auch genug Geld da sein, um sich auf die Datenschutzgrundverordnung vorzubereiten. Also die große Frage sollte heute sein, für Sie alle natürlich, für alles Mögliche ist Geld da, für den Datenschutz vielleicht dann nicht, aber das werden wir heute noch ein bisschen genauer besprechen. Herr Sauer, ich habe schon gesagt, Sie haben da zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten jetzt rund um diesen Privacy Shield auch verhandelt. Wie verhält sich da eigentlich beim Datenschutz, was die Vereinigten Staaten betrifft? Wir hören es in Europa im Großen und Ganzen als unbedarfter User. Ja, da gibt es eben jetzt Facebook, Google, die nehmen meine Daten. Okay, fertig. Aber wir hören eigentlich nicht, wie die Amerikaner Datenschutz sehen. Wie sehen die denn? Also es ist mit Sicherheit nicht dasselbe wie hier in Europa, würde ich sagen. Es geht damit los schon, dass in Europa wir den Datenschutz als Grundrecht haben. Das ist nicht der Fall in den Vereinigten Staaten. Die haben natürlich auch den Schutz der Privatsphäre, aber nicht ein speziell ausgeprägtes Grundrecht auf Datenschutz. Und sie haben auch kein, auf föderaler Ebene jedenfalls kein allgemeines Datenschutzrecht, was also alle Bereiche abdecken würde. Es gibt in spezifischen Bereichen Datenschutz, im Finanzsektor, es gibt auch in einigen Bereichen Regeln, die vielleicht sogar stärker sind, als wir sie haben, also wenn es um den Schutz zum Beispiel von Kindern geht und deren Privatsphäre und auch im Hinblick auf Daten. Aber es gibt kein allgemeines Datenschutzrecht, was nicht heißt, dass es keine Zivilgesellschaft gäbe in den Vereinigten Staaten, die darauf dringen würde, dass sich das bessert. Es gab auch mal Versuche unter Präsident Obama, eine Datenschutz Bill of Rights einzuführen. Das ist nicht, hat nicht geklappt, ist gescheitert. Das heißt, also es gibt mit Sicherheit Unterschiede und der Zweck des Datenschutzschirms war eben gerade, denn man muss davon ausgehen, dass Daten natürlich von hier nach in die Vereinigten Staaten wandern und übertragen werden, übermittelt werden. Wir können auch nicht zur Insel werden und Datenflüsse in die Vereinigten Staaten jetzt irgendwie völlig unterbrechen. Und da sitzen natürlich auch viele der Unternehmen, die wir als Verbraucher tagtäglich nutzen. Und deshalb war eben gerade der Zweck dieser Verhandlungen, dort einen Rahmen zu schaffen, in dem Daten geschützt werden. Und das ist also sozusagen etwas, was wirklich neu kreiert wurde, weil es eben kein föderales Datenschutzrecht gibt, mit Rechten, mit Verpflichtungen gegenüber Unternehmen, die an diesem Datenschutzschirm teilnehmen.
mit Überwachungsmaßnahmen, mit Rechtsschutzmöglichkeiten. Das war genau der Zweck, weil es eben fehlt. Und es eben auch nichts bringt zu sagen, dann halt nicht. Dann überlassen wir den Datenfluss halt sich selbst und es gibt natürlich auch noch andere Mechanismen, die wir nutzen für Datenflüsse, zum Beispiel vertragliche Regelungen. Aber wir sind nicht ganz überzeugt davon, dass das einen größeren Schutz herstellt, als wir ihn jetzt geschaffen haben. Darf ich es ein bisschen versuchen runterzubrechen? Das heißt, Sie vertreten jetzt natürlich als Behörden die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Die amerikanische Regierung, quasi ihr Ansprechpartner dort, eher ein bisschen diese Unternehmen. Kann man so ein bisschen sagen, ne? Das ist mit Sicherheit der Fall, aber deshalb haben wir eben in langwierigen Verhandlungen, das war kein sehr kurzer Prozess, und der wurde natürlich auch noch, und da wird wahrscheinlich Max Schrems noch vielleicht ins Bild kommen, noch weiter sozusagen angeregt durch ein Urteil, für das er ganz maßgeblich verantwortlich ist, im positiven Sinne, würde ich sagen. Deshalb war das ein komplizierter Prozess, und wir haben natürlich als Behörde, die dem Grundrecht Datenschutz verpflichtet ist, versucht, das Beste herauszuholen und die beste Lösung zu finden. Das überzeugt nicht jeden, das ist uns auch klar, aber wie gesagt, man muss, glaube ich, die Alternative sehen, die bestünde, wenn es eben diesen Datenschutzschirm nicht gibt. Wir werden dann schauen, also was diese Datenschutzgrundverordnung dann kann, sind dann auch sehr interessiert, was Sie, Herr Schrems, zu der neuen Datenschutzgrundverordnung sagen. Aber zunächst mal eine einleitende Frage. Wir haben gerade gehört, in Barcelona, Sie haben das so schön gesagt, Männer ganz begeistert von irgendwelchen Gadgets. Herr Schrems, Sie sind, das wollte ich Sie schon immer mal fragen, Sie sind gerade 30 Jahre jung, sind Jurist, eben haben Sie schon einen Namen erarbeitet als Datenschutzaktivist. Warum posten Sie nicht bloß auf Facebook Urlaubsfotos, sondern versuchen, diese Datenkrake zu bremsen eigentlich? Ich hoffe, die Verbindung ist gut, weil jetzt gerade ist ein bisschen schlechter worden als zuerst. Wir hören Sie gut, ja. Bei uns war im Prinzip hauptsächlich der Plan, mal einen Musterfall anzuschauen. Also man hätte jetzt statt Facebook auch Google oder irgendjemanden anderen nennen können. Die Idee war eigentlich bisher, und ich glaube, das ist genau das, was dann zusammenpasst mit der Datenschutzgrundverordnung, ist, dass man schaut, ist dieses Datenschutzrecht, was wir in Europa haben und was wir auch so vor uns hertragen, eigentlich in der Praxis anwendbar oder durchsetzbar. Und wir haben eben bisher, ich nenne es so ein bisschen, die europäische Datenschutzlüge gehabt. Das heißt, wir haben uns da irgendwie auf die Schulter geklopft und haben gesagt, wir sind die größten Datenschützer, die die Welt im S10 hat. Aber in der Realität, wenn man sich nicht dran gehalten hat, waren Strafen überschaubar, wenn es überhaupt Strafen gegeben hat. Also ich weiß nicht, wie die Statistik in Österreich genau ist, aber generell ist in den meisten Ländern fast nicht gestraft worden. Die Strafen waren auch minimal klein. Und dementsprechend haben die Unternehmen, war es für die deutlich günstiger, sich nicht dran zu halten, als schon dran zu halten. Und ich glaube, das ist jetzt, wenn wir über die Reform reden, der große Sprung mit der Datenschutzgrundverordnung, dass wir da 4% oder 20 Millionen eben als Strafe haben. Und was viele Leute auch unterschätzen, ist, wir haben jetzt zusätzlich auch zum Beispiel emotionalen Schadenersatz. Also man kann zum Beispiel eine Schadenersatzklage dementsprechend einbringen. Und ich glaube, das ist eigentlich jetzt das Neue im Datenschutz in Europa, dass wir nicht nur das am Papier haben, sondern hoffentlich irgendwann mal auch auf unserem Handy, weil bisher hat diese Lüge halt so gegolten. Ich habe das immer ein bisschen überspitzt gesagt, das war ein bisschen so, als wenn man ganz Wien irgendwie einen Park-Sheriff gehabt hätten und die Maximalstrafe ist 1 Euro, dann parkt auch in Wien wieder in der 5. Spur auf der Dresdner Straße. Das interessiert sozusagen dann niemanden. Und so ähnlich war der europäische Datenschutz. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen der Grund, warum ich mich da engagiert habe. Ich bin als allgemein sozusagen Jurastudent da reinkommen. Und normalerweise lernst du sozusagen, da gibt es ein Verbot und dann gibt es eine Konsequenz und so weiter. Und wenn du das erste Mal in diese Datenschutzbubble reinkommst, war das noch ein bisschen so ein Soft-Law-Approach. Das ist eine Kultur, die im Datenschutz einfach da ist, die, glaube ich, seit den 80er Jahren sich so entwickelt hat, weil das halt neu war und nicht am Anfang schon mit den großen Strafen kommen wollte und so. Aber ich glaube, schon langsam hat man verstanden, dass halt dieser Soft-Approach nicht ganz ausreicht. Und das macht jetzt eben meiner Meinung nach hauptsächlich die Datenschutzgrundverordnung. Inhaltlich ist da ja nicht so viel Neues oft drin. Der Großteil ist wirklich eine Evolution und überhaupt keine Revolution. Ist auch lustig, wenn Unternehmen sagen, das ist jetzt ganz neu, weil in Wirklichkeit 90% hätte man sich schon seit sehr vielen Jahren halten müssen. Man hat es halt nicht gemacht. Ne?
Naja, wenn man die Zahlen anschaut, also in Europa gibt es seit 1995 Datenschutzregeln, also das ist dann auch schon ein bisschen. Jetzt kommt 2018 eben die Datenschutzgrundverordnung. Jetzt ist das also ein bisschen die Frage an Sie hier alle, wer antworten möchte. Wir kennen dieses Problem aus dem Sport, nämlich beim Doping, ja, dass die Behörden, die das dann eigentlich kontrollieren sollen, oft noch gar nicht wissen, was sie kontrollieren sollen. Also da sind die Sportler, die jetzt unerlaubt dopen, oft Lichtjahre voraus. Und dann hinkt die Legislative und auch die Exekutive dem Ganzen hinterher. Haben wir dieses Problem mit sozialen Medien, mit unseren Daten letztlich auch? Oder endet das mit der Datenschutzgrundverordnung? Meistens hinken Gesetze, und das hat jetzt nichts mit dem Datenschutz zu tun, sozialen Veränderungen hinterher. Mhm. Das ist so. Das ist nicht nur in Österreich so, nicht nur in Europa so, das ist weltweit so. Was man dann immer wieder logistisch versucht, ist das einzufangen, zu überholen geht nicht. Mhm. Die Technik wird immer weiter sein, aber das wird auch eine Frage der Ethik sein. Nicht alles, was es gibt, sollten wir auch nutzen. Und das ist auch eine Frage des gesellschaftlichen Konsens. Was tun wir, was wollen wir, was wollen wir jetzt, was wollen wir für die Zukunft, was wollen wir für unsere Kinder? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt und das ist nicht auf den Datenschutz beschränkt, aber hat natürlich auch mit dem Datenschutz zu tun. So, ich meine, unser erstes Datenschutzrecht in Österreich stammt aus 1848, das Staatsgrundgesetz, wo das Briefgeheimnis das erste Mal geregelt wurde. Wir feiern 2018 40 Jahre Datenschutzgesetz in Österreich. Also Datenschutz ist nicht vom Himmel gefallen. Mhm. So wie der Max Schrems vorher gesagt hat, für jene Unternehmen, die bis jetzt compliant waren, für die ändert sich kaum etwas. Und für diejenigen, die bis jetzt nicht compliant waren und die sich jetzt nicht um den Datenschutz geschert haben, für die ändert sich Gott sei Dank etwas. Nämlich zum Wohle der Menschen, zum Wohle der Datensubjekte, der Bürgerinnen und Bürger, der Menschen, die ein Grundrecht auf Datenschutz haben. Mhm. Ja, ich würde vielleicht nur ergänzen auch noch, ich glaube, es ist schon auch eben eine Frage, wie die Bürger, wie sehr sich die Bürger dessen bewusst sind, der Risiken und auch der Möglichkeiten, die sie haben. Und ich glaube, da tut sich viel, da hat sich viel getan. Und das war vielleicht am Anfang noch nicht so der Fall. Natürlich auch, weil die Technik noch eine ganz andere war, als das europäische Datenschutzrecht geschaffen wurde. Das war 95 und hat sich dann so ab 98, sagen wir mal, entwickelt. Gut, da haben wir noch mit riesigen Mobiltelefonen, also die waren wahrscheinlich gar nicht mobil, aber mit riesigen Telefonen telefoniert und Computer waren gerade am Anfang. Das hat sich natürlich alles entwickelt und mittlerweile wissen wir auch viel mehr um die Risiken. Und ich glaube, es entwickelt sich auch das Bewusstsein, dass man Rechte hat und dass man die auch vielleicht wahrnehmen muss und dass man irgendwie den Unternehmen vielleicht auch auf die Finger schauen muss. Und dann gebe ich Max Schrems völlig recht. Ich glaube, die Abschreckung ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, weil man eben nicht alles kontrollieren kann und Unternehmen zumindest mit dem Risiko leben müssen, dass, wenn es auffliegt, es dann möglicherweise auch entsprechende Sanktionen gibt. Und dann hat die Datenschutzgrundverordnung, glaube ich, schon noch ein paar Dinge, die neu sind. Zum Beispiel ein gewisser Ansatz, der darauf zielt, dass Datenschutz von vornherein integriert wird in die Systeme, die man kreiert. Das wird dann als Privacy by Design zum Beispiel bezeichnet. Oder auch Privacy by Default, dass man also sozusagen, wenn man die Alternative eben zu ist immer irgendeine, die möglichst beste für den Datenschutz, dass die immer gewählt wird. Und ich glaube, das sind auch Ansätze, die hoffentlich auch die Unternehmenskultur verändern werden und dazu führen werden, dass eben von vornherein Prozesse so organisiert werden, zum Beispiel, dass möglichst viel Daten geschützt werden gegen Hacker, aber auch in dem Sinne, dass Daten nicht missbraucht werden. Was man da natürlich fairerweise sagen muss, also denken Sie zurück, das ist, denke ich, war 2011, 2012, 2013, also gar nicht so lange her, die Durchdringung von Smartphones war damals bei 25, vielleicht 30%, heute liegen wir da jenseits der 90%, also dementsprechend geht das schon sehr, sehr schnell. Herr Schrems, ich habe schon Ihre Organisation angesprochen. Da ist der Claim auf Ihrer Homepage: My privacy is none of your business. Also meine Privatsphäre kann nicht dein Geschäft sein. Jetzt ketzerische Frage: Es gibt ja die neue Datenschutzgrundverordnung. Warum braucht es dann noch Ihre Organisation? Oder was macht die genau? Ja, das ist so ähnlich wie, es gibt Umweltschutzrechte, aber am Ende werden trotzdem dritte Pisten gebaut oder wie auch immer, was dann das Ding ist. Ich glaube, dass wir eine Lücke praktisch zum gewissen Grad haben zwischen dem, was die Behörden, die Verbraucherschützer bisher machen können. Also zum Beispiel
Als Behörde habe ich einfach gewisse Verfahren, die ich durchgehen muss. Auch die Behörden sind in vielen Ländern sehr schlecht ausgestattet. Das kommt wirklich von Land zu Land drauf an. Es gibt jetzt Behörden, die stark massiv aufmagazinieren, die auch kulturell jetzt was durchsetzen wollen. Und es gibt durchaus auch Behördenvertreter, mit denen ich spreche, wo es heißt, ja, wir haben in unserem Land ein paar hunderttausend bekommen, damit wir uns da einmal auf die DSGVO vorbereiten. Wir kriegen weder mehr Personal noch sonst irgendwas. Und es gibt halt auch Länder, die, sagen wir mal, nicht durch besondere Aktivität in der Durchsetzung auffallen, um es vorsichtig zu formulieren. Und das sind durchaus Sachen, wo dann eine NGO reingrätschen kann. Also wir zum Beispiel einfach qualifizierte Beschwerden auch einbringen können, weil dann auch eine Behörde arbeiten muss. Ist auch teilweise für die Behörden recht positiv, wenn sie einfach eine Beschwerde bekommen, die von Juristen gemacht ist und nicht den Nachbarschaftsstreit zur Videoüberwachung zum 25.000. Mal am Tisch liegen haben. Also wir sehen das durchaus in die Richtung. Und was jetzt die DSGVO immer erlaubt, ist, dass auch, da gibt es Artikel 80, der sieht eben vor, dass Vereine sowas auch übernehmen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, zivilrechtlich vorzugehen. Also es gibt gewisse Fälle, wo einfach zum Beispiel man das kombinieren kann mit Sammelklagen, die es in den Mitgliedstaaten gibt, wo man also auch sozusagen kommerziell das durchsetzen kann. Das heißt, wir wollen das als Non-Profit auch besetzen. Das ist ein bisschen die Gefahr, die ich sehe. Man kann nämlich teilweise jetzt im Datenschutz mit emotionalen Schaden und so, bös gesagt, schon fast zu viel Geld damit verdienen. Das könnte da auch eine in die Richtung Abmahnwirtschaft gehen. Und da wäre es durchaus sinnvoll, wenn das eben ein Verein oder auch die Verbraucherschützer, die es gibt, besetzt. Und ich glaube, da hat man so eine gewisse Funktion, die einfach Zivilgesellschaft machen kann, die auch einfach oft schneller ist, die Sachen machen kann. Ich habe mit einigen Behörden gesprochen, die zum Beispiel gewisse Untersuchungsmethoden nach nationalem Prozessrecht nicht machen dürfen. Bös gesagt, Hacking, legales Hacking dürfen die in gewissen Ländern nicht machen. Wir als Verein dürfen das allerdings schon machen. Wenn wir das dann einbringen als Beweismittel, dürfen die Behörden das wieder verwenden. Und da gibt es gewisse Lücken, die man da einfach schließen kann, die ganz interessant sind. Das ist so grob die Idee. Wir haben jetzt eben einen Kickstarter gemacht, um das mal zu finanzieren, weil es in dem NGO-Bereich recht schwierig ist, überhaupt qualifizierte Leute zu bekommen und die auch ordentlich zu bezahlen. Die meisten in dem Bereich sind leider so schlecht bezahlt, dass die nach einem Jahr alle wieder gehen. Das haben wir jetzt gehofft, das ordentlich zu machen. Ich darf dazu sagen, ich mache das gemeinnützig, dementsprechend nicht mein Geld, aber das von Leuten, die dann da arbeiten sollen. Und da hoffen wir auch, den Datenschutz ein bisschen zu pushen und dann eine Lücke zu füllen, die einfach inhärent entsteht, glaube ich, in dem System und die auch eben von der DSGVO vorgesehen ist, dass diese Lücke da gefüllt wird. Sehr interessant, vielen Dank für die Erklärung. Und wir haben gesagt, wir sind Dialog, also wir sind jetzt hier nicht nur unbeteiligte Zuseherinnen und Zuseher. Wir dürfen Sie mal zum ersten Mal um Ihre Fragen bitten. Einfach aufzeigen und dann unbedingt warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Wer traut sich da als Erster? Das ist immer die schwierigste Runde natürlich, nicht? Hallo, wenn ich jetzt als Startup mit Daten zu tun haben werde in Zukunft, was ist für mich die Anlaufstelle, um möglichst Grundschutzrecht konform und möglicherweise darüber hinaus speziell Datenschutz für meine Kunden zu garantieren? Wo kann ich mich informieren? Also, an wen ist die Frage? Wer an wen auch immer? Wer sie beantworten. Okay. An den, der sie beantworten kann. Gut, ich glaube, beantworten können diese Frage alle. Erstens einmal kommt es darauf an, was Sie als Startup machen. Ja, das weiß ich nicht. Es ist ein Asset-Management-Software für die Kunstszene, die von dem Benutzer gefüttert wird als privates Archiv. Mhm. Aber mit integrierten Sharing-Funktionen. Okay. Also Sie haben mehrere Möglichkeiten. Einerseits hat die Wirtschaftskammer Österreich eine eigene Website für die Datenschutzgrundverordnung aufgesetzt, wo wirklich viele Informationen drauf sind, die sehr hoch qualifiziert sind, sozusagen mit österreichischen Spezifika. Außerdem hat die Kommission der Europäischen Union ganz viel publiziert mit Question and Answers zur Datenschutzgrundverordnung, wo Sie sich auch informieren können. Dann gibt es die Datenschutzbehörde. Wir haben eine Website und wir haben auf dieser Website auch eines gemacht. Wir haben einen Leitfaden, ich habe ihn ausgedruckt mitgebracht, den gibt es auch. Also gibt es auch dann auf Papier. Wir haben einen Leitfaden erstellt für Nichtjuristen und Nichtjuristinnen zur Datenschutzgrundverordnung, auch mit Fragen und Antworten.
Also es ist ganz viel, es gibt ganz viel Material, natürlich gibt es ganz viele Schulungen und ganz viele Veranstaltungen. Es gibt natürlich diese Schulungen und Veranstaltungen, die kommerzieller Natur sind und andere, die auch durchaus nicht kommerzieller Natur sind. Da gibt es wirklich und schon die letzten Jahre auch im Netz ganz viel, was Sie sich aneignen können. Ist das für Sie beantwortet? Fantastisch sogar, wunderbar. Sehen Sie, und danke auch, dass Sie als Erste den Mut hatten, weil jetzt geht es dann los, jetzt kommen die anderen. Nicht? Das ist, grüß Gott, bitteschön. Ich möchte eine Frage an Herrn Schrems stellen. Wer oder was fällt in das legale Hacking? Also legales Hacking, was ist das denn? Ja, es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, dass man Reverse Engineering macht. Es gibt alle möglichen technischen Möglichkeiten, ohne sozusagen die Hacking-Paragraphen zu verstoßen, Systeme sich anzuschauen. Also zum Beispiel gibt es in Deutschland den CCC, den Chaos Computer Club, die einfach Software analysieren und schauen, was macht die eigentlich genau. Vereinfacht gesagt, es gibt zum Beispiel Testumgebungen, wo ich eine App, die auf dem Handy sonst läuft, prüfen kann, welche Daten zieht die eigentlich vom Handy wirklich ab, weil oft heißt es, ich will die GPS-Location, aber die sagt zum Beispiel nicht, dass die GPS-Location auch, wenn die App gar nicht genutzt wird, noch weiter abgerufen wird. Das sind Dinge, die kann man technisch prüfen. Das war sozusagen das, was ich allgemein mit Hacking beschreiben wollte. Es gibt da sozusagen Gutes und Böses. Aber genau da kann man eigentlich auch analytisch an die Sachen reingehen. Was wir nämlich bisher in der Juristerei schon als Problem haben, ist, dass wir hauptsächlich die Policies und das Frontend der Software anschauen, also was am Bildschirm kommt. Also ich habe zum Beispiel meine Auskunftsersuchung gestellt bei einer großen Kreditauskunft da in Österreich und habe dann überhaupt gar keine Antwort bekommen. Die Kollegin Jelinek war dann so nett, wer auch immer dann zuständig war, hat dann dementsprechend sich das angeschaut. Aber was wir da noch immer machen, ist, dass ich dann zum Beispiel eine Kopie bekommen habe von den Screenshots. Das heißt, was am Terminal auf dem Computer sichtbar ist. Wenn man jetzt weiter reingeht, kann natürlich auf dem Server im Hintergrund, das war jetzt in dem Fall nicht wahrscheinlich, aber es könnte natürlich auf dem Server im Hintergrund noch viel mehr Daten da sein. Und da sind Möglichkeiten, dass man das technisch weiter analysiert. Bisher die Fälle, die vor Gericht kommen, sind hauptsächlich, bei eurer Privacy Policy steht irgendwas Illegales. Ja, Policy ist aber sehr geduldig. Also ich will gar nicht wissen, wenn die Policy schon so schlimm sind, was die Apps dann teilweise machen. Und das sind Dinge, die man eben technisch ganz gut anschauen könnte und wo wir uns auch vernetzen wollen, weil da eigentlich viel Know-how schon in dieser guten Hacking-Community herumliegt, aber bisher nicht genutzt worden ist. Und das sind Dinge, die wir uns anschauen wollen, prüfen wollen und dann, wenn sie valide sind und keine Verschwörungstheorie, die auch entsprechend zum Beispiel bei einer Behörde einbringen und so weiter, die das dann weiter verarbeiten können. Das ist so die Idee dahinter. Noch eine konkrete Frage dazu. Dürfen Implantatträger oder Trägerinnen in Österreich gehackt werden? Offiziell? Also dürfen auf jeden Fall nicht, wenn sie hacken im negativen Sinne, meinem Sinne vom Eindringen in das Computersystem. Da sind schon im Strafrecht böse dabei. Wie weit es dann personenbezogene Daten sind, die da drauf sind und rückführbar sind, das müssen wir uns dann im Einzelfall anschauen, aber wahrscheinlich werden es da auch jeweils dabei sein. Also da haben sie wahrscheinlich das volle Ding dabei. Das sind aber zwei verschiedene Fragen. Da müsste man, bei vielen von diesen Sachen muss man eigentlich eher technisch rangehen, dass man sagt, kann ich das als Datensicherheitsproblem lösen? Und da haben wir auch noch eine riesengroße Baustelle, aber das ist eine technische Frage. Vereinfacht gesagt, Datensicherheit ist, kann der Böse in den Safe eindringen, der von außen ist, wo wir uns alle einig sind, der darf nicht rein. Datenschutz, da geht es eher darum, was macht die Bank mit den Sachen, die ich in den Safe hineingelegt habe. Also irgendjemand, der da Zugriff hat, aber eigentlich das gar nicht darf, vereinfacht gesagt. Das sind zwei verschiedene Thematiken. Und bei dem bösen Einbrecher ist das Strafrecht sowieso da und dann brauchen wir halt noch technische Lösungen. Und da ist ein Riesenproblem, wenn wir uns anschauen, dass jetzt heute ist es, glaube ich, rauskommend, dass irgendwie die deutschen Behörden da anscheinend von den Russen gehackt worden sind. Also da will ich gar nicht wissen, wenn irgendjemand, ich habe immer gesagt, bei meinem Laptop, wenn jemand rein will, dann ist er eh drinnen, weil da ist man heute ganz ziemlich ausgeliefert. Aber ist eine andere Frage. Da habe ich jemanden nicht die Daten schon vertrauensvoll vorher gegeben und habe keine Geschäftsbeziehung mit dem und erwarte nicht, dass der das ordentlich macht, sondern da erwarte ich mal gar nichts dran. Also da bei diesem Hacking-Vorfall, also dieser Hacking-Angriff, der würde angeblich sogar noch andauern auf die deutsche Bundesregierung. Im Verdacht hat man hier, aber das kann man gar nicht bestätigen, eine russische Hackergruppe, weil angebliche Daten der deutschen Bundesregierung sehr wohl über Russland, über die Ukraine-Situation hier abgesaugt worden sein sollen. Mehr erfährt man hier nicht. Auch hier ganz großes Thema. Die deutsche Opposition ist hier sehr sauer, weil hier der Informationsfluss kaum bis gar nicht vorhanden ist. Also das nur kurz zu dem Thema jetzt mit legalem Hacking. Ihre Frage.
Frage. Mich würde interessieren, wie die Kontrollen dann in der Praxis ablaufen werden. Man kann es vielleicht jetzt noch nicht sagen, aber die Datenschutzbehörde ist jetzt keine große Behörde, soweit ich weiß. Es gibt nicht so viele Mitarbeiter. Mich würde das interessieren, wie das funktionieren soll. Also es kann ja jeder quasi einen Datenschutzverstoß melden. Da ist die Frage, also die Unternehmen sind sehr verunsichert, weil es vieles auch nicht ausjudiziert ist. Das heißt, man weiß einfach nicht genau, wie das Ganze funktionieren soll, teilweise. Es gibt Unsicherheiten und da ist halt eben die Frage, wie das dann in der Praxis mit den Kontrollen funktioniert. Also vorweg möchte ich schicken, die Datenschutzbehörde kontrolliert auch jetzt, macht auch jetzt sowohl Initiativkontrollen ganzer Branchenzweige. Wir hängen das natürlich nicht an die große Glocke, das wird auch nicht vorangekündigt in der Öffentlichkeit, sondern das wird den jeweiligen Unternehmen mitgeteilt. Das beginnt mit Fragenkatalogen, das hat durchaus auch Einschaucharakter. Das ist die eine Möglichkeit, wenn wir von uns aus kommen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass sie sich bei uns beschweren, als Bürger, als Bürgerin, als jene, die in ihren Datenschutzrechten verletzt wurden. Entweder weil Geheimnisschutz gebrochen wurde oder weil sie keine Auskunft bekommen haben, weil sie ein Löschungsbegehren gestellt haben oder ein Richtigstellungsbegehren. Das ist aber nicht Zukunftsmusik, das ist unsere tägliche Arbeit. Das tun wir jetzt auch. Und das allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz gilt jetzt für unsere Verfahren, wird dann auch für unsere Verfahren gelten. Jetzt haben wir noch ein mediatives Verfahren dazu. Dieses mediative Verfahren, das heißt jetzt Kontroll- und Ombudsmannverfahren, und da versucht man eher einen Ausgleich zu schaffen, das hat der Gesetzgeber so vorgesehen gehabt, aber dieses mediative Verfahren wird es dann am 25. Mai auch nicht mehr geben. Das hat nichts mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun, sondern mit dem österreichischen Durchführungsgesetz und Datenschutzanpassungsgesetz. Auch diese Verfahren werden dann in Hinkunft mit Bescheid enden, in der Regel, und dieser Bescheid kann dann auch vor dem Bundesverwaltungsgericht bekämpft werden. Also das ist im Prinzip, ändert sich nicht so viel für uns, außer dass wir viele Zusatzaufgaben bekommen, für die ich auch Personal beantragt habe. Und ich bin überzeugt, dass auch diese Bundesregierung möchte, dass die Datenschutzgrundverordnung in Österreich funktionieren wird und passieren wird. Und ich bin überzeugt, dass wir dieses Personal bekommen. Hat es schon Gespräche gegeben oder kommen die noch? Nein, da hat es schon viele Gespräche gegeben, da hat es viele Verhandlungen gegeben und ich bin überzeugt, dass ich in den nächsten Tagen eine positive Nachricht bekomme. Ihre Frage damit beantwortet? Ich habe eine Nachfrage dazu stellen. Bitte. Mich hat im Regierungsprogramm wahnsinnig fasziniert und das wäre eigentlich für einen Kollegen von der Europäischen Kommission auch interessant. Die haben ja beinahe bei uns ins Regierungsprogramm reingeschrieben, die Datenschutzbehörde hätte die Strafen nach möglichst, ich weiß jetzt nicht die genaue Formulierung, aber soll die Strafen möglichst nicht nutzen, der DSGVO. Was interessant ist, weil wie sozusagen eine Regierung einer unabhängigen Behörde sowas sagen soll, habe ich faszinierend gefunden. Und sozusagen die Stimmung, die da aus der Regierung zur DSGVO kommen ist, war jetzt nicht die progressivste. Finde ich sozusagen interessant, ans Panel zu fragen, was da so die Meinung dazu ist. Ne? Sehr interessante Frage. Wen fragen Sie? Mich? Ich glaube, Sie beide vom Gefühl. Die Kommission wäre am Ende ja zuständig, seine unabhängige Behörde zu schützen und zu schauen, dass die in Österreich auch ihre Arbeit tun kann. Und Sie waren ja praktisch direkt adressiert im Regierungsprogramm als Datenschutzbehörde, wenn ich das jetzt so richtig gelesen habe. Was auch irgendwie interessant war, weil das also gehört sich eigentlich nicht. Ne? Ich sehe das völlig unaufgeregt. Das ist das Programm der Bundesregierung. Ich habe mich an die Gesetze zu halten und das ist sowohl die Datenschutzgrundverordnung als auch das österreichische Datenschutzausführungsgesetz sagt nichts von irgendwelchen Regierungsübereinkommen. Ja. Also ich bin da völlig unaufgeregt, was das anlangt. Das kann nicht passieren, dass jetzt theoretisch der politische Wille hier durchschlagen könnte, das sagt: Ja, es gibt die Regeln der DSGVO, aber wir sollen sie in Österreich nicht exekutieren, wenn ich also es richtig verstanden habe. Also ich kann nur eins dazu sagen, wir leben ja Gott sei Dank in einem Rechtsstaat. Ja. Also ich fühle mich dadurch nicht beeindruckt und auch nicht beeinträchtigt. Ich bin als Vollzugsbehörde den österreichischen und europäischen Gesetzen verpflichtet und danach werde ich mich halten und auch die Mitglieder meiner Behörde, also meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich fürchte mich auch nicht. Ich glaube, es gibt auch keinen Grund dazu, denn auch Regierungsmitglieder haben sich an die österreichischen Gesetze zu halten.
Was sagt die EU-Kommission? Ich würde es momentan auch entspannt sehen, denn solange die Einflussnahme nicht geschieht, sagen kann man viel. Die Kommission hat in der Vergangenheit Mitgliedstaaten vor den Europäischen Gerichtshof gebracht. Es gibt eine Reihe von Urteilen zur Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden, auch in Österreich, auch in Deutschland und auch in Ungarn zum Beispiel. Das heißt, wir haben das getan, wenn es Anzeichen dafür gab, dass in der Tat die Unabhängigkeit in Frage stand. Dann machen wir das, aber solange es dafür keine Anzeichen gibt. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass der Zeitpunkt, ich kann es mir kaum vorstellen, dass sich einer der Mitgliedstaaten wagen würde, jetzt an die Datenschutzbehörden heranzutreten und gerade in dem Moment, wo deren Stellung doch stark, also weiter gestärkt wird durch die Datenschutzgrundverordnung, überdies, wenn es um Geldbußen geht, jedenfalls bei grenzüberschreitenden Fällen, werden die Datenschutzbehörden sowieso gemeinsam Entscheidungen treffen und sie arbeiten auch gemeinsam an Leitlinien für die Geldbußenverhängung. Also ich glaube, was sie auch stärkt, ne, weil sie eben zusammen 28, vielleicht dann 27 zusammenarbeiten. Ich glaube, das wird auch noch, das hat jetzt schon dazu beigetragen, dass sie wesentlich visibler sind, dass das Thema visibler ist. Und ich glaube, das macht es noch wesentlich schwieriger für Mitgliedstaaten, für Regierungen, da irgendwie versuchen, Einfluss zu nehmen. Ich möchte noch eins ergänzen. Ja. Es hat weder, also die Datenschutzbehörde gibt es in ihrer wirklich unabhängigen Form eben auch durch das EuGH-Urteil begründet, seit 01.01.2014. Ich leite diese Behörde seit 01.01.2014. Ich lege Wert auf die Feststellung, es hat sich bis jetzt niemand, und zwar von keiner Bundesregierung, hat versucht, irgendeinen Einfluss bei uns zu nehmen. Mir ist das auch ganz wichtig, das festzuhalten, dass das bis jetzt nicht vorgekommen ist. Und ich nehme auch an, dass das in Zukunft nicht vorkommt, weil auch wie der Herr Sauer gesagt hat, es stünde keiner Regierung gut an, das zu tun, und ist weder in der Vergangenheit passiert, und ich nehme auch nicht an, dass das in der Zukunft passiert. Also Ihre Sorgen unbegründet, Herr Schrems? Ich habe die Sorgen persönlich eh nicht gehegt, weil ich sozusagen die Antwort auch so erwartet habe. Ich habe es eher interessant gefunden, was man in sein Regierungsprogramm reinschreibt, weil das war wie einige anderen Sachen so ein bisschen Wunsch ans Christkind. Aber man kann dann fragen, wie sinnvoll dieses Regierungsprogramm war. Aber ich finde, der Clash war interessant, das überhaupt sich, bös gesagt, zu trauen als Bundesregierung, das in ein Regierungsprogramm reinzuschreiben, wissend, dass das wahrscheinlich die Antworten sein werden. Insofern hat es gerade geprickelt, sowas hochzubringen als Frage. Wenn man vielleicht aber noch zur Ergänzung, weil man sollte vielleicht auch nicht Unternehmen unter Generalverdacht stellen. Ne? Also Geldbußen sind ein sinnvolles Instrument, insbesondere wenn Unternehmen das wiederholt tun oder wenn es besonders gravierende Verstöße sind. Ob man bei jedem kleineren Verstoß, der passieren kann, und vor allen Dingen in dieser Phase, wo Unternehmen, obwohl es natürlich das Datenschutzrecht schon lange gibt, jetzt vielleicht noch speziell versuchen, Instrumente zu entwickeln, Verfahren zu entwickeln. Ich glaube, da ist vielleicht auch eine gewisse Übergangsphase, wo wir vielleicht ein bisschen schauen müssen, dass wir das auch nicht überdehnen. Das Instrument muss da sein und es muss genutzt werden und dient der Abschreckung. Und Abschreckung ist natürlich nur gegeben, wenn es auch tatsächlich eingesetzt wird. Aber ich würde nur sagen, also man muss vielleicht auch irgendwo jetzt nicht immer sofort nach Geldbußen rufen. Es gibt auch noch andere Instrumente und man muss auch vielleicht mit Soft-Instrumenten arbeiten, also mit Warnungen und Empfehlungen und Ähnlichem. Also auch die Datenschutzbehörden, ich glaube, die werden schon wissen, wie sie das handeln und in welchen Situationen es Sinn macht. Aber sie können halt jetzt zumindest das tun, und das wird, glaube ich, einen Unterschied machen. Also es gibt. Darf ich da ganz kurz reingrätschen? Ja, immer. Immer. Entschuldigung, es ist ein Delay deswegen, aber was ich eben interessant finde, weil das war auch in der Frage zuerst drinnen, ist, man hat eben als Behörde jetzt doch sehr viel Spielraum, und gleichzeitig ist die Rechtssicherheit in vielen Bereichen sehr unklar. Also es gibt ganz viele Punkte, wo Anwälte, die in dem Bereich täglich Brot machen, eigentlich nicht genau sagen können, was ist erlaubt ist und was nicht. Und das finde ich jetzt aus Unternehmenssicht, sozusagen nicht in meiner Rolle, wirklich interessant, weil der Spielraum einerseits von was ist erlaubt, von was es nicht ist, in vielen Bereichen riesig, gleichzeitig ist auch der Strafspielraum sehr groß. Und auch wenn dann sozusagen nachher ein nachprüfendes Gericht ist, ist der Spielraum doch so weit, dass sich als Unternehmen dann auch eine Millionenstrafe rausgibt bei was, wo man mein Anwalt vielleicht vorher gesagt hat, das sollte schon erlaubt sein. So, ne? Und ich glaube, das ist ein strukturelles, das geht sozusagen an niemanden, an das Panel, sondern das geht an die DSGVO.
ein strukturelles Problem, dass wir die Qualität von dem Gesetz in vielen Bereichen halt wirklich nicht sehr gut ist. Das muss man auch sagen, das war halt politisch nicht mehr möglich. Und ich glaube, das ist, wird eine Schwierigkeit sein, jetzt in der nächsten Zeit das so auszubalancieren. Und da gibt es Behörden, die auch sehr aktionistisch bisher aufgetreten sind, im anderen Extremen oder halt bisher gar nichts gemacht haben. Und das hat schon eine gewisse, aus der Rechtssicherheitssicht, ein gewisses Problem für alle Beteiligten. Auch weil das zuerst in der Frage kurz war. Ich schweige. Sie haben was ausgelöst mit Ihrer Frage, aber ich hoffe, es ist beantwortet. Ja, okay. Dann bitteschön, Sie waren der Nächste, dann der Herr hier vorne mit dem roten Pulli, bitteschön. Ja, zum Thema Auskunftspflicht. Also ich habe als Privatperson die Möglichkeit, bei einem Unternehmen anzufragen, welche Daten sie von mir haben und diese auch zu bekommen. Jetzt ist die Frage, gilt das nur gegenüber der Privatwirtschaft oder gilt das auch für den Staat? Also kann ich jetzt zum Heeresnachrichtendienst, zum Heeresnachrichtendienst zum Beispiel eine E-Mail schreiben, ich hätte gerne alle meine Daten, und kann ich das auch beim Innenministerium zum Beispiel? Also die E-Mail schreiben können Sie, aber was passiert dann? Na, selbstverständlich können Sie das, das können Sie auch schon jetzt, das können Sie schon die ganze Zeit. Und die Auskunftspflicht trifft auch das Innenministerium, also trifft auch Bund, Länder, Gemeinden. Und wenn die Ihnen keine Auskunft geben, können Sie sich auch bei der Datenschutzbehörde beschweren. Wie Sie das machen, wie Sie das ganz genau machen, steht auf unserer Website. Inklusive Formular. Aber dann, da muss auch ich jetzt ein bisschen sagen, ich glaube jetzt aus der Sicht der Europäischen Kommission, wir haben in Österreich ein Amtsgeheimnis, das es in vielen anderen Teilen Europas schon lange nicht mehr gibt. Warum? In welch, also erstens einmal, das ist keine Frage, die mir ansteht zu beantworten. Ja. Ich bin weder in Regierungsverantwortung, noch sitze ich im Parlament, dass ich das beeinflussen könnte. Ja? Und das Amtsgeheimnis und der Datenschutz sind unterschiedliche Paar Schuhe. Das ist richtig, aber es ist ja so ein bisschen in die Richtung gekommen. Also, nein, das heißt, nein. Das ist, dass Sie haben das Recht, von einer österreichischen Behörde Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten Sie welche Daten Sie über Sie gespeichert haben, ja. Das hat nichts mit Amtsgeheimnis zu tun. Ich verstehe. Weil das ist, sind ja seine also, Daten. Sie dürfen es sind nicht seine Daten, also es sind seine Daten und nicht Ihre Daten. Wenn er anfragt über Ihre Daten, sagt man das sicher nicht. Ja. Ja? Einerseits Datenschutz, andererseits wahrscheinlich auch noch Amtsgeheimnis. Aber Ihre eigenen Daten, Sie müssen natürlich nachweisen, dass Sie Sie sind, klar. Aber das müssen Sie bei einem privaten Unternehmen auch. Aber natürlich haben Sie das Recht, diese Daten zu erhalten. Also der Herr Grasser kann jetzt zum Beispiel über sein laufendes Ermittlungsverfahren Informationen einholen. Das ist wieder was anderes. Die holt sein Anwalt ein, aber die bekommt er wohl auch. Aber das ist wieder was anderes, ja. Das ist wieder etwas anderes, weil alles, was im Gerichtsverfahren ist, ist sozusagen ausgenommen von unserer Kontrolle. Ja? Also Sie können auch nicht bei Anwälten mit Anwälten sozusagen spielen, wenn Sie einen Rechtsstreit haben gegen Ihre Frau, Ihre Ex-Frau, was auch immer, und sozusagen den Anwalt fragen, was er über Sie gespeichert hat, dass Sie dann die Daten, also die Protokolle kriegen, die er mit Ihrer Frau aufgenommen hat. Ja. Sie kriegen dann Ihre Daten, aber nicht das, was er sozusagen in der mit seiner Mandantschaft hat. Das ist komplex. Ja, also da geht es um die Abwägung, was gewichtet mehr wahrscheinlich? Nein, welches Recht haben Sie? Welches Recht haben Sie? Also Sie haben das Recht auf Ihre Daten, genau. Wie die Frau Jelinek gesagt hat, heißt eben zum Beispiel Heeresnachrichtenamt oder wie auch immer in einem Ministerium, da können Sie sagen, Freunde, was habt ihr dort zu meiner Person? Ich kann mich auch ausweisen, ich bin das. Sie natürlich in einem laufenden Gerichtsverfahren können Sie so gesehen nicht ein Einsicht nehmen, natürlich nicht. Und naja. Sie können dann Einsicht nehmen, wenn es sozusagen Ihr Verfahren ist, dann wird der Anwalt, da können Sie natürlich Ihr Recht auf Akteneinsicht wahren. Ja, nur wenn es zum Beispiel um anlasslose Massenüberwachung geht und da Geheimdienste sind da immer Thema, dann ist halt die Frage, ob ich dann auch die Möglichkeit habe, dass ich diese Daten bekomme. Und jetzt kommen wir zum Amtsgeheimnis. Nein, Sie müssen fragen, welche Daten sind über Sie da. Ja? Und die müssen Ihnen das dann geben. Und wenn Ihnen die das nicht geben, dann beschweren Sie sich bei uns. Und es gibt viele Möglichkeiten, sowohl im Sicherheitspolizeigesetz als auch in anderen Gesetzen, dass es die Möglichkeit gibt, Ausnahmen zu machen, ja? Warum Sie Daten nicht bekommen. Aber das muss dann im Zweifel bei uns begründet werden. Es muss uns begründet werden, warum Sie diese Daten nicht bekommen. Teilweise muss man dann uns diese Daten sogar disclosen, also uns diese Daten offenlegen. Aber das
ist in den letzten Jahren, seit es das gibt, überhaupt noch nie vorgekommen, dass so eine Beschwerde kam. In der Regel, ja, geben die österreichischen Behörden die Daten her, die sie über sie haben, ja, und sie löschen sie auch, und wenn sie nicht gelöscht werden und sie sind zu Unrecht gespeichert, dann können sie sich sowieso bei uns beschweren, aber dann gibt es auch einen Bescheid, dass diese Daten zu löschen sind von der Behörde. Und es kann auch sein, dass die Beschwerde abgewiesen wird, dann haben Sie das Recht, vor das Bundesverwaltungsgericht zu gehen. Entschuldigung, das war jetzt etwas juristisch auszusehen. Dankeschön. Gut, also wenn wir zusammenfassen, wir dürfen die Behörden fragen, welche Daten zu uns als Person da liegen. Wir können aber natürlich jetzt nicht fragen, keine Ahnung, ich schlage eine Scheibe ein und frage dann, Entschuldigung, habt ihr das aufgenommen? Das würde ich gerne wissen, weil das sind meine Daten. Das geht dann natürlich nicht. Hier gibt es Rechtsinteresse. Fragen können Sie schon. Fragen kann man, aber hier gibt es natürlich Rechtsinteresse, das dagegen ist. Der andere Komplex, danke für die Differenzierung, ist dann, da haben wir in Österreich auch ein Problem, ist ein ganz anderes Thema. Warum gibt es dieses Bauverfahren? Warum hat diese Firma den Zuschlag bekommen? Antwort: Amtsgeheimnis, Pech gehabt. Das ist mit den anderen Ländern viel moderner gelöst. Dort haben sie Einsichtmöglichkeiten oft. Warum wird der Nebenmann das gebaut von dem in Österreich für Spaß? Das ist aber auch aus der journalistischen Erfahrung leider, aber ein ganz anderes Thema. Gut, dann war ja der Herr hier vorne, der wartet schon sehr geduldig. Ja, super. Ja, der Kollege hat es schon angesprochen, es geht so um das Recht des Vergessens, Daten löschen. So. Was es jetzt quasi in der DSVG jetzt genau mal aussagt, würde mich interessieren. Und die zweite Geschichte ist, wie kann ich dann als sicher gehen, dass die Unternehmer das auch löschen? Weil ich kann ja sagen, ja, der löscht das jetzt. Und der macht es nicht. Und der schickt eine E-Mail, ja, habe ich die Daten gelöscht, ja, und passt schon. Das ist mal die erste Sache. Und die zweite Sache ist, was machen wir mit Dokumenten, die wir aufbewahren müssen, aus irgendwelchen Haftungsfragen oder steuerrechtlichen Themen? Wie gehen wir mit sowas um in Zukunft? Genauso wie bis jetzt. Wenn es gesetzlich vorgesehen ist, dass Sie zum Beispiel bei Steuerdaten eine 7-jährige Aufbewahrungspflicht haben, dann müssen Sie die natürlich aufbewahren, das ist ja klar. Das ist auch nicht anders in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehen. Genau, es geht ja auch um so interne Kommunikationsaufzeichnungen und Haftungsrücklässen, die man halt einfach so, naja, zur Sicherheit aufbewahrt quasi, ne, wo es keine gesetzliche Grundlage gibt. Na, wenn Sie etwas zur Sicherheit aufbewahren, was ist die Sicherheit, zu welchem Zweck brauchen Sie das? Zum Beispiel Haftungsrücklässe bei Bauträgerprojekten zum Beispiel. Bei Bauträgerprojekten haben Sie eine gesetzliche Frist, wie lange Sie das aufheben müssen. Aber wenn Sie meinen, Sie heben jetzt die Bewerbungsunterlagen von der Frau XY auf, weil die hat Ihnen gut gefallen, aber Sie haben es halt nicht genommen, das werden Sie nicht dürfen. Ganz einfach. Ja? Okay, gut, dann machen wir die andere Schwenk. Was machen wir mit Unternehmen, dass wir sicherstellen? Wie kann ich mich jetzt verlassen darauf, dass der die Daten wirklich löscht? Ich kann ja nicht in seinen Serverraum herumgehen und die Daten abziehen. Die Daten, Sie können das nicht machen, aber wir können natürlich das nachprüfen. Na gut, jetzt bin ich in, weiß ich nicht, 25 Online-Shops registriert und beim Herbis und dort und da, das ist nicht machbar in meinen Augen noch. Da mögen Sie durchaus recht haben, aber vielleicht gehen Sie jetzt zu Max Schrems und der wird Sie unterstützen, damit Sie Ihr Recht, damit Sie Ihr Recht durchsetzen können. Nein, man kann natürlich alles auf die Spitze treiben, das ist überhaupt keine Frage. Aber das, was der Herr Sauer vorhin gesagt hat, ist schon einmal etwas ganz Wichtiges. Ich kann die Unternehmen nicht unter Generalverdacht stellen. Es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die halten sich seit vielen Jahren an ans Datenschutzgesetz in Österreich und die bemühen sich auch und tun ganz viel. Es gibt einige, die tun das nicht. Und da ist es sehr gut, dass sich für die ganz viel ändert, weil für Unternehmen, und zwar wurscht, ob österreichische oder in Österreich ansässige internationale Unternehmen, für die ändert sich nicht so viel, wenn sie vorher schon immer compliant waren. Für jene, die nicht compliant waren und die sich jetzt ganz furchtbar fürchten vor der Geldstrafe, für die ist eh Zeit, dass sich was ändert. Ne? Danke. Also ich denke, wir werden dann zu dem Thema personenbezogene Daten natürlich nochmal sprechen, aber das war immer ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir müssen dann zukünftig mit personenbezogenen Daten vorsichtig umgehen. Wenn Sie da eben eine Bewerbung haben, die haben die Stelle besetzt, Ihr Bewerbungsverfahren ist durch, Sie brauchen diese Unterlagen nicht mehr, die sind dann zu löschen. Die sind aber jetzt auch schon zu löschen. Die sind jetzt auch schon zu löschen, streng genommen? Also, nein, nicht streng genommen, die sind jetzt zu löschen. Die sind jetzt zu löschen. Aber jetzt wird es streng genommen. Ja? Die drei sind alle Juristen. Ja, das ist richtig schwierig, diese Runde. Aber wissen Sie, wie Sie es in der Praxis machen? In der Praxis fragen Sie danach, wir haben noch einen Bewerberpool für zukünftige Dings und wollen Sie da drinnen sein? Und dann sagen die Leute normalerweise ja, weil ein Jobangebot ist nie ein Fehler. Und dann hat man einen neuen Zweck generiert und der heißt Bewerberpool. Und damit geht es dann auch wieder. Bloß muss ich dann halt auch eine Zustimmung dafür geben, damit die Leute eben sagen, es will ich. Ne? Aber solche Sachen sind machbar. Da muss man einfach dann sozusagen den Flow sich anschauen. Was mache ich? Wie kann ich das abbilden? Und wie kann ich das sozusagen mit der DSGVO in Einklang bringen? Also ganz viel von den Dingen
sind durchaus machbar. Man muss dann sozusagen nur die Definitionen entsprechend anpassen in den Flows. Ne? Über Zustimmung, denke ich, sollten wir auch noch reden, damit wir es noch dazu Ende gebracht haben. Sie haben eine Aufbewahrungspflicht bei Einkommensteuerunterlagen, das hat der Steuerberater auch. Nach 7 Jahren und einem Tag können Sie dem Steuerberater sagen, bitte löschen Sie das. Die Steuerberater machen das jetzt schon, soweit ich das kenne, wenn das vernünftige sind, sehr, sehr anständig. Und am ersten Tag nach den 7 Jahren wird das sofort gelöscht. Darauf haben Sie Anspruch. Innerhalb der 7 Jahre natürlich nicht. Gut, dann... Darf ich ganz kurz reinschwindeln? Ja, ich hätte die Frage, was ist eigentlich, wenn ich nicht bereit bin, meine Daten herzugeben? Dann nehmen Sie keine Kundenkarte vom Herbes. Nein. Ist das rechtlich so? Also die Firma kann das Geschäft mit mir ablehnen, wenn ich zum Beispiel nicht bereit bin, vollständig die Daten herzugeben? Na, jene Unternehmen, wo es keinen Kontrahierungszwang gibt, natürlich. Müssen wir sagen, was das ist, der Kontrahierungszwang? Wenn ein Unternehmen gezwungen ist, sozusagen mit Ihnen ein Geschäft abzuschließen, dann brauchen Sie Ihre Daten natürlich nicht hergeben. Aber wenn das Unternehmen XY sagt, ich verkaufe Ihnen das nur, wenn Sie meine Daten hergeben. Wenn Sie zum Beispiel mein Geburtsdatum haben wollen, was überhaupt nichts Relevantes ist, sage ich einmal, muss ich das hergeben, weil ein Sternchen drinsteht im Feld Geburtsdatum ausfüllen? Sie müssen es nicht hergeben, natürlich nicht, aber es kommt darauf an, was Sie möchten. Wenn Sie unbedingt mit diesem Unternehmen einen Vertrag abschließen wollen und dieses Unternehmen schließt nur unter dieser Voraussetzung mit Ihnen einen Vertrag ab, dann werden Sie mit diesem Unternehmen diesen Vertrag nicht abschließen können. Weil das Unternehmen ja auch wiederum seine Geschäftsbedingungen unter Anführungszeichen hat. Wenn Sie denen zustimmen, wunderbar, wenn nicht, dann nicht. Aber dann machen Sie eben auch das Geschäft nicht. Aber was nicht sein darf, diese Bedingungen dürfen nicht sittenwidrig sein. Und was auch verboten ist, ist so eine Art Kopplung. Also dass Sie gezwungen werden, Daten zu geben, die an sich für den Geschäftszweck gar nicht erforderlich sind. Genau, das ist in der Tat die Schuhgröße, wenn Sie ein Auto kaufen. Und dann kann das Unternehmen auch nicht... Kann das Unternehmen auch nicht sagen, jetzt gebe ich, dann gebe ich Ihnen auch die Leistung oder biete Ihnen den Service nicht mehr an. Wenn diese Daten dafür nicht erforderlich sind, dann können Sie sagen, also dafür kriegen Sie nicht. Und ja, aber Sie können das Geschäft mit mir ablehnen. Naja, aber wenn Sie, sagen wir mal, schon irgendwie den Vertrag jetzt unterschrieben haben und für eine gewisse Leistung, dann kann das Unternehmen nicht sagen, in meinen Geschäftsbestimmungen steht aber auch drin, dass Sie mir noch irgendwelche weiteren Daten geben, sodass ich Ihnen dann, was weiß ich, weitere Werbung schicken kann oder sonst was. Also das geht nicht. Diese Art von Kopplung von einem gewissen Leistungsangebot mit Daten, die dafür nicht erforderlich sind, das können Sie ablehnen. Und dann ist auch Ihre Einwilligung nicht wert. Aber Herr Schremser, wollte ich Sie ohnehin fragen, Sie wollen ohnehin etwas sagen. Da haben wir ja das Problem, dass das aber eigentlich niemand weiß. Und im Zweifelfall, der möchte sich halt jetzt XY bestellen und dann schreibt halt doch die Schuhgröße hin, obwohl es eigentlich nur mein Blumentopf geht. Ne? Weil das wissen die Leute ja gar nicht. Genau, ja. Ist in der Praxis die ganze Zeit so, ist aber bei jedem anderen Rechtsbereich auch so. Das ist, glaube ich, nicht sehr spezifisch zu Datenschutz, genau. Dass die meisten Leute nicht wissen, was genau in der Hygienevorschrift des Landes Wien drinnen steht. Ne? Trotzdem essen wir alle Schnitzeln. Das ist, glaube ich, kein Datenschutzproblem, wenn man es genau nimmt. Ne? Aber ich glaube, dass bei der Frage, die jetzt kommen ist, man zwei Sachen differenzieren muss. Das eine ist ein Kontrahierungszwang. Die können sagen, ich mache keinen Vertrag mit Ihnen. Gleichzeitig kann aber diese Abfrage der Daten trotzdem datenschutzwidrig sein. Das heißt, ich kann dann eine Beschwerde einbringen und sagen, die verlangen irgendwelche Dinge, die eigentlich überhaupt irrelevant sind, wo es keinen Zweck dazu gibt, die vollkommen jenseitig sind. Damit kann ich zwar keinen Vertrag erzwingen, aber ich kann dann zumindest sozusagen meinen Unmut kundtun durch eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde und dann ist dort der Tisch noch um ein Dingchen höher und vielleicht kommen dann solche extra Fehler halt weg. Das sind zwei verschiedene Fragen in Wirklichkeit, die jetzt in einer Frage da zum Arsch sind. Okay, danke. Danke für die spannende Frage. Die Dame muss ich noch vor Ihnen, weil die wartet hier schon sehr geduldig, dann sind Sie aber der Nächste. Bitte schön. Also ich möchte auf der Auskunftspflicht ein bisschen anhängen. Auskunftspflicht ist ja nichts Neues, wie schon gesagt wurde. Das Neue ist, dass die Leute viel besser informiert sind, auch die Unternehmen besser informiert sind und dass viele jetzt damit rechnen, also das sind so die Stimmen, die wir ein bisschen hören, dass jetzt das genutzt wird, um auf der einen Seite Firmen zu beschäftigen. Es ist nicht so wenig Aufwand aus den Systemen heraus, wenn sie EDV-gestützt sind, herauszusammeln von einer Person, was ist alles gespeichert. Das dann auch weiterzugeben, diese Information, und dass es da auch in Richtung Betriebsspionage dann gehen wird. An wen wende ich mich da? Datenschutzbehörde? Max Schrems? Beides? Sprechen Sie als Unternehmerin? Ja.
Erstens einmal gibt es in der Datenschutzgrundverordnung den Passus, dass jemand einmal im Jahr Auskunft verlangen kann. Und außerdem können Sie das Auskunftsbegehren ablehnen, wenn es missbräuchlich ist. Ja, dann kann sich derjenige zur Datenschutzbehörde beschweren kommen. Und ich glaube nicht, dass das Auskunftsrecht, also zumindest unserer Erfahrung nach, wird das Auskunftsrecht bis jetzt nicht missbraucht. Und ich glaube auch nicht, dass ein Unternehmen dadurch lahmgelegt wird. Kann man das nicht vorstellen. Lahmgelegt sicher nicht, aber beschäftigt. Ja, aber es ist auch nicht ganz, ganz einfach, sich vorzustellen, dass man Betriebsspionage betreiben kann, wenn man seine eigenen Daten abfragt. Es geht um die eigenen Daten. Man kann ja nicht, man hat kein Recht darauf, jetzt irgendwie die Betriebsgeheimnisse des Unternehmens zu wissen. Es müssen die eigenen persönlichen, also es gibt ja auch alle möglichen anderen Daten, die nicht persönlich sind, und es müssen die eigenen persönlichen Daten sein. Also darüber hinaus hat man jedenfalls nach Datenschutzrecht keinen Anspruch. Aber wenn ich die Auskunftspflicht erfülle, dann muss ich sagen, in welchem Datenfeld sind welche Daten gespeichert. Jetzt, wenn ich als Unternehmen von einem anderen Unternehmen etwas herausbekommen möchte, kann ich den jemanden, der bei mir Kunde ist oder der ein Freund ist, sagen, du bist dort Kunde, frag einmal nach. Sondern welche Daten an sich sind zu meiner Person gespeichert? Also sprich, ob Geburtsdatum, ob Adresse, ob Schuhgröße, ob andere Informationen drin sind. Ja, das. Ja, aber das ist jetzt also auch wo ist da drin das Geschäftsgeheimnis, um das vereinfacht zu fragen? Also ich habe das selber natürlich, man macht strategische Auskunftsersuchen. Wir haben das bei Kreditauskunft eingemacht, dass man der Reihe nach den ganzen Datenfluss damit aufdecken kann und dann weiß ich natürlich, woher die Daten kaufen. Aber genau das ist mein Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 8 Grundrechtecharta, dass ich wissen darf, wer mit wem wo Daten handelt. Und das ist jetzt so Transparenzpflichten, habe ich in 100 anderen Sachen auch. Das ganze Firmenbuch sagt mir, was Unternehmen so machen. Das ist die ganze Idee davon. Was ich aber schon sagen muss, ist, natürlich ist Auskunftsersuchen sind oft auch einfach eine Protestform geworden, dass man einfach ein Auskunftsersuchen macht, um prinzipiell zu protestieren. Das ist so. Da gibt es 100 andere Sachen auch. Man kann sich einfach auch 100-mal die Hotline anrufen und sich beschweren über was. Also der Kreativität eines Kunden, der unzufrieden ist, sind keine Grenzen gesetzt. Aber in der Realität gibt es zwei Möglichkeiten dafür. Erstens, was die meisten Unternehmen jetzt machen, ist, dass sie die Auskunftsersuchen automatisieren. Das heißt, es gibt dann einen Button, der mal die ganzen Sachen aus dem System rauszieht. Wenn ich wirklich viele habe, dann ist das die praktikable Lösung. Und noch was anderes, was ich dazu sagen muss, die Realität ist, ich glaube, ich habe in meinem Leben sicher 100 Auskunftsersuchen gemacht. Wenn es gut gegangen ist, sind zwei erstmalig ordentlich beantwortet worden. Sonst ist es normalerweise so, dass eigentlich die Unternehmen an Dreizeiler zurückschieben, sagen, beschwert sich mal bei der Datenschutzbehörde, sonst geben wir euch sowieso mal gar nichts raus. Das passiert in der Realität öfter bei den Unternehmen, wo es einen guten Grund gibt, ein Auskunftsersuchen zu schicken. Das sind wieder eine andere Kategorie, aber also man wird auch von Unternehmen sehr viel pflanzt bei der Geschichte. Das ist ein beidseitiges Phänomen oft, in der Praxis, in meiner zumindest. Ändert sich hoffentlich in der Zukunft. Also ich hoffe, das ist ein bisschen beantwortet, weil da gibt es natürlich schon ein bisschen so diese Urban Legends. Oh, ich muss da jetzt dann meine Daten, welche Kaffeemaschine ich in meinem Unternehmen stehen habe, rausrücken. Wenn das jemand wissen will, natürlich nicht. Also das sind wirklich nur personenbezogene Daten. Und da sagt Herr Schrems vollkommen zu Recht, Sie als Firma haben natürlich ganz andere Dinge bereits veröffentlicht. Firmenbuch, Unternehmen A bis Z und so weiter und so fort. Also da finde ich schon sehr viel über Sie. Da brauche ich gar nicht eine Auskunftspflicht. Und es gibt übrigens auch die Möglichkeit, Unkosten sozusagen, also wenn das besonders viel Kosten verursacht, gibt es auch diese Möglichkeit, das müssen verhältnismäßige Kosten sein, eine Pauschale sein, kann das also nicht so genutzt werden, dass ich sozusagen durch die hohen Kosten Leute davon abschrecke, dass sie Auskunftsersuchen geltend machen, aber man kann auch Unkosten geltend machen, wenn das einen besonders großen Aufwand verursacht. Ja, also das. So, dann waren Sie sehr geduldig und Sie dann nach dem Herrn, ich versuche das ein bisschen zu ordnen, protestieren Sie nur offiziell der Herr und dann die Dame. So, bitteschön. Ja, danke schön. Ich hätte persönlich eine Frage kurz zu der Entstehungsgeschichte, ein bisschen abstrakter. Jetzt hat man hier eigentlich ein Papier, ein ziemlich bürgerfreundliches Gesetz geschaffen auf europäischer Ebene, also sehr zu begrüßen. Jetzt würde mich interessieren, warum man in diesem Thema das einmal geschafft hat, sozusagen sich vielleicht gegen die Unternehmensinteressen sich durchzusetzen, weil wenn ich mir das so durchdenke im Entstehungsprozess, dann muss ja jede Interessensvertretung der Unternehmen auf die Füße gestellt haben und
wie hat man sich da durchgesetzt, eventuell natürlich an den Herrn Sauer gerichtet, wie hat da der Lobbyismus ausgesehen, er muss massiv gewesen sein. Ja, da freuen Sie sich auf eine spannende Antwort, denn ich denke, das waren 7 enorm harte Jahre, Herr Sauer. Also es war einer der längsten Gesetzgebungsprozesse, die wir hatten in der EU, und ich glaube auch der Prozess mit den meisten Änderungsanträgen zu einem Gesetzgebungsvorhaben, was also auch, ich glaube, über 3000. Und Jan Albrecht, der also von den Grünen, der im Europäischen Parlament das federführend gemacht hat, es ist erstaunlich, dass er noch so jung geblieben ist, wie er ist. Also es war enorm und der Lobbyismus war enorm. Aber zum Glück war der Lobbyismus von beiden Seiten enorm. Also es hat sich auch die Zivilgesellschaft zum Glück eingebracht und Nichtregierungsorganisationen. Und ich glaube, das hat das ausbalanciert und das Parlament hat eben auch eine wichtige Rolle gespielt in dem ganzen Prozess, mit einem sehr verantwortungsvollen Berichterstatter, der das, glaube ich, bewundernswerterweise gemanagt hat, diesen Prozess. Und ja, es war nicht einfach und Max Schrems hat es gesagt, das Gesetz ist nicht unbedingt in allen Punkten glanzvoll, es ist langatmig, es ist kompliziert zu lesen, europäische Gesetzgebung sieht ja sowieso so aus, dass es also seitenweise erstmal sogenannte Erwägungsgründe gibt, da wird sozusagen das Gesetz erklärt in Textform und dann kommen die Artikel. Und hier ist das also enorm lang geraten und das zeigt die vielen Kompromisse, die notwendig waren, um das letztendlich zu einem Ergebnis zu bringen. Aber es hat geklappt und ich glaube, also es sind nicht 100% geworden, was man sich vielleicht wünscht hätte, wenn man jetzt nur am Datenschutz interessiert ist, aber vielleicht 80% und man muss natürlich auch sagen, es gibt da eben auch Interessen zu balancieren. Also Datenschutz ist eben auch nicht das Einzige, was man im Auge zu haben hat. Es gibt auch Unternehmensinteressen, legitime wirtschaftliche Interessen. Der Datenschutz kann auch nicht dazu führen, dass sozusagen alles lahmgelegt wird und wir haben ja Fragen gehört dazu. Da war viel Ausgleich zu schaffen und also dafür finde ich meine, das müssen alle selbst entscheiden, ob sie das für gut halten, aber ich glaube, das Ergebnis lässt sich sehen und man sieht es vielleicht auch daran, dass wir zum Modell in der Welt geworden sind. Also es ist ganz erstaunlich, dass ich in meiner täglichen Arbeit, dass also unheimlich viele Drittstaaten auf der Welt sich das zum Vorbild nehmen und jetzt ähnliche Regeln schaffen, also entweder ihre bestehenden Datenschutzrechte anpassen und verbessern oder zum ersten Mal, weil sie gar keine hatten, solche Regeln schaffen. Und ich glaube, das zeigt doch, dass das Ergebnis weltweit irgendwie Beachtung findet. Also. Was Sie schön erwähnt haben, dass es tatsächlich europaweit ist oder EU-weit ist und das ist schon mal definitiv wirklich eine Leistung, muss man auch sagen. Also weil früher die Situation war, wenn es in Österreich wurde mein Datenschutz verletzt von einem Unternehmen, das Niederlande haben Sie zum Beispiel mal erwähnt in Ihrem Interview, dann musste ich mich da irgendwie an die Niederlande wenden, das dann ganz alleine und ja, und dann hat man das wohl sein lassen. So, jetzt kann man aber tatsächlich europaweit hier seine Rechte geltend machen, das ist schon mal ein großer Vorteil. Dann waren Sie hier, glaube ich, bitte, ja? Danke. Geht's? Ja. Ja. Da möchte ich gerne anknüpfen und zwar, es stimmt, man kann sein Recht in Europa durchsetzen, aber wie schaut es jetzt aus, wenn Unternehmen das einfach umgehen und einfach unsere Daten außerhalb von Europa verarbeiten? Sprichwort Cloud Solution zum Beispiel. Das ist ein und das andere, was ich noch fragen wollte, ist und zwar, wie schaut es aus, wie legitim ist es, wenn Unternehmen von uns fordern, dass sie Zugriff auf unsere gesamten Daten, vor allem aufs Mobiltelefon haben, wenn wir ihre Apps nutzen? Ist das legitim, sowas zu fordern vom Nutzer? So, ich glaube, das sind jetzt mal zwei Fragen. Das ist ganz sind zwei Fragen, ja. Beginnen wir mit der ersten. Also wie kann die Europäische Union uns jetzt schützen, wenn da quasi von außerhalb, da ist ja vielleicht auch Brexit ein Thema, beziehungsweise Cloud, weil keine Ahnung, diese amerikanischen Clouds, da sitze ich ja irgendwo drüben, also die Servers stehen da irgendwo drüben in den Staaten und die kümmern sich da wenig um Europa. Wie ist da die Rechtslage? Da ist wieder das Privacy Shield kommt da wieder zum Tragen kommen. Unter anderem, es gibt eben in der Datenschutzgrundverordnung ein eigenes Kapitel, das beschäftigt sich mit dem internationalen Datenschutz und sagt im Wesentlichen, dass Daten eigentlich nur übermittelt werden dürfen ins Ausland und dazu gehört natürlich auch die Cloud, wenn sozusagen der Server eben außerhalb der EU, also alles, was außerhalb der EU ist, egal wo, das Grundprinzip ist, dass der Datenschutz eben mit den Daten mitwandern soll. Das ist natürlich nicht einfach zu realisieren, denn das sind souveräne Staaten, die um uns rum sind und man kann, wir können denen das nicht aufoktroyieren. Deshalb sieht die Datenschutzgrundverordnung gewisse Instrumente vor, die man nutzen soll. Es gibt eben vertragliche Instrumente.
Das heißt also, dass der Datenexporteur, also das Unternehmen in Europa, mit dem Importeur in den USA oder in Südamerika oder wo auch immer, einen Vertrag schließt und in dem Vertrag müssen Datenschutzregeln drin sein. Und da gibt es auch Standardvertragsklauseln, die wir entwickelt haben. Und auf dem Weg ist vielleicht nicht der absolute Schutz möglich, aber doch zumindest auf vertraglicher Grundlage würde sich dann also der Importeur vertragswidrig verhalten, wenn er also den Datenschutz nicht gewährleistet. Das ist eine Möglichkeit. Diese sogenannten Angemessenheitsentscheidungen und das Privacy Shield ist eine sogenannte Angemessenheitsentscheidung, ist ein anderes Instrument. Da schaut sich die Kommission normalerweise den Datenschutz in einem Drittland an. Schaut also, wie sind dort die Regeln für Unternehmen. Jetzt müssen wir uns auch anschauen, was sind die Regeln für den Zugriff von staatlichen Behörden auf Daten. Und wir versuchen festzustellen, ob das Datenschutzniveau dort in ungefähr vergleichbar ist dem unsrigen. Das ist auch eine sehr schwierige Analyse. Die Rechtstraditionen, Rechtsordnungen sind sehr unterschiedlich, verursacht unheimlich viel Arbeit. Aber das ist auch eine Möglichkeit, sodass man sicherstellen kann, wenn wir dann diese Feststellung treffen, dass das Datenschutzniveau dort angemessen ist, dann können Daten von hier nach dort übermittelt werden, weil wir eben wissen, dort werden sie auch geschützt. Aber das heißt natürlich trotzdem, man kann nicht alle seine Rechte dann hier geltend machen. Man muss die dann unter Umständen wirklich dann auch in Amerika oder in Brasilien geltend machen. Darf ich Sie gerade noch was fragen dazwischendurch? Ja. Und zwar, finden Sie das Datenschutzlevel in den USA angemessen? Weil der Großteil unserer Daten wird in den USA verarbeitet. Das hatte ich ja eingangs erwähnt. Also das Datenschutzniveau an sich ist nicht angemessen. Deshalb haben wir auch nicht die Vereinigten Staaten wir haben nicht eine Feststellung getroffen, dass die Vereinigten Staaten ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten, sondern dass ein gewisser Rahmen, der geschaffen wurde, das ist sozusagen, wie soll man sagen, es ist eine Reihe von Datenschutzprinzipien und Rechten, und Unternehmen in den USA können sich verpflichten, die einzuhalten, und das wird dann überwacht dort von der Federal Trade Commission, und es gibt Rechtsschutzmöglichkeiten. Das musste alles geschaffen werden. Max möchte was sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass ihm das auf den Nägeln brennt. Ich glaube, das ist jetzt ein Konter und keine Verteidigung mehr. Sie laufen alleine aufs Tor, oder? Bitte. Ja, Max, wir haben die Diskussion bitte. Ja jedes Mal wieder, wenn wir uns sehen, so sehr ich alles, was gesagt worden ist zur Rolle der Kommission bei der DSGVO, die ja Lob dazu, da war die Kommission mit dem Parlament, die dieses Datenschutzgesetz so weit gebracht haben, wie wir es bekommen haben. Das genaue Gegenteil haben wir jetzt bei dieser ganzen US-Datentransfergeschichte. Das war eben dieser Safe Harbor-Fall, und da habe ich natürlich jetzt beim EuGH meine Sache erklärt, und die Kommission hat das irgendwie sanieren müssen, und ein anderer Mitarbeiter der Kommission hat immer gesagt, die Kommission hat folgende Rechtsmeinung. Das war Code für ich habe sie vielleicht persönlich nicht, aber man hat ja sozusagen seine Rolle, und die muss man auch ausfüllen. Auf jeden Fall, das Problem, was wir prinzipiell mit dem Datentransfer in die USA haben, ist, dass diese Standardvertragsklausel, also diese Privacy Shield Policies, die es gibt, zum Beispiel, ganz banales Beispiel, im europäischen Datenschutzrecht ist vom Sammeln der Daten übers Verarbeiteten bis zum Löschen alles umfasst. Diese Prinzipien gibt zum Beispiel überhaupt gar keinen Rechtfertigungsgrund. Also ich brauche gar keine Zustimmung, sondern habe nur ein Opt-out, und selbst das nur in zwei Verarbeitungsfällen, nämlich Disclosure to Third Party, also wenn ich es jemandem anderen weitergebe, oder den Zweck der Datenverarbeitung ändern. Also es gibt schöne Charts dafür. Lange Rede, kurzer Sinn. Europäischer Datenschutz ist wahrscheinlich hier oben. Privacy Shield ist irgendwo da unten, schon im kommerziellen Level. Und dann haben wir ein Riesenproblem, und das kann weder die Kommission noch die US-Regierung derzeit lösen, dass wir in den USA schlichtweg diese Massenüberwachungsgesetze haben. Und da steht halt mal drinnen, dass Facebook und Google und Co. die Daten schlichtweg zur Verfügung stellen müssen, zu einem jederzeitigen Abruf der US-Regierung, also der US-Behörden. Und das wird sich wahrscheinlich mit Artikel 8 nicht ausgehen, wenn das wieder beim EuGH landet. Da muss man jetzt sagen, politisch hat man das lösen müssen, weil da ist einfach der Druck, dass die Daten in die USA fließen. Ich glaube, rechtlich war es nicht wirklich lösbar. Und jetzt haben wir halt dieses Privacy Shield, dieses Rechtsbestand, darauf kann man sich berufen. Ich glaube nur, wenn es irgendwann mal beim EuGH landet, wette ich 90% darauf, dass es tot ist, auf vielen verschiedenen Ebenen. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit davon. Aber da kann jetzt Europa auch nicht viel tun, weil da schlichtweg die Gesetze in den USA so sind. Die einzige Lösung wäre gewesen, dass man sagt, man akzeptiert das schlichtweg nicht. Das
hätte Riesenkonsequenzen gehabt und meiner Meinung nach war man da halt politisch nicht in der Lage dazu. Muss man so akzeptieren, wird wahrscheinlich beim EuGH wieder aufschlagen. Ist ein schwieriges Thema, mit Sicherheit. Und wie gesagt, also erstmal müssen wir natürlich nicht, müssen nicht eine Kopie in dem Drittstaat finden. Ja? Also andere Länder sind anders als wir. Man muss vergleichbares Datenschutzniveau. Wir sind der Meinung, dass wir das erreicht haben. Es gibt andere, die das nicht so sehen oder kritischer sehen jedenfalls. Und in der Tat wird das von den Gerichten geprüft werden. Aber nochmal, also man muss eben auch die Alternative im Blick behalten. Wäre es besser ohne das? Und da habe ich ganz erhebliche Zweifel. Hier haben wir jedenfalls eine Struktur geschaffen und wir sind wenigstens im Dialog mit den Vereinigten Staaten und haben selbst Fragen diskutiert, die was in der Vergangenheit völlig abgelehnt wurde, dass man auch überhaupt über zum Beispiel Überwachung durch nationale Sicherheitsbehörden überhaupt redet mit Vereinigten Staaten. Das haben wir zumindest erreicht. Das ist ein schwieriges Thema. Das ist übrigens auch ein schwieriges Thema in unseren Mitgliedstaaten. Die sind auch nicht irgendwie jetzt alle, das sind nur Friede, Freude, Eierkuchen. Auch dort gibt es Überwachung und ganz erhebliche also Gesetze, die viel zulassen. Also wir sollten vielleicht auch nicht mit Überheblichkeit immer nur ins Ausland schauen. Dass das Verhältnis mit den USA besonders kompliziert ist, glaube ich, wissen wir alle. Aber es ist ein Land, mit dem wir einen enorm hohen Datenaustausch haben. Und wir müssen halt vielleicht schauen, dass wir zumindest das Beste daraus machen. Ja? Also das ist jetzt nicht Zweckoptimismus, aber das ist ein bisschen Realität. Und das haben wir versucht. Ich hoffe, es hat Bestand. Und ich hoffe auch, dass unsere Richter diese Vision irgendwie haben und auch sehen, wie die Realitäten sind. Man unterhält sich eben mit einem souveränen Drittstaat, der auch jetzt nicht mangelnde Selbstbewusstsein hat, wenn man von den Vereinigten Staaten redet. Also sind keine einfachen Verhandlungen und ja, also die Zeit wird zeigen, ob wir das erreicht haben oder nicht. Ja, wir sind natürlich schon ein bisschen die Situation, dass jetzt, weiß ich nicht, das Schuhgeschäft ums Eck definitiv die Daten löschen muss oder vorsorglich behandeln muss, Facebook dann natürlich ein Stückchen weniger. Also wenn ich theoretisch nicht in Staaten fliegen darf, weil ich mal auf Facebook was Blödes gepostet habe und das weiß, die Homeland Security dort, schön. Also diese Situation kann man aber gar nicht ändern, weil man da natürlich den anderen Vertragspartner oder Verhandlungspartner braucht. Ne? Also das eine ist natürlich, was Facebook jetzt kommerziell macht und Facebook mit Sicherheit, wenn sie Daten hier direkt sammeln, unterfallen sie sogar direkt unserer Datenschutzgrundverordnung, wenn es der Datenübertragung ist, wie das bei Facebook in der Tat der Fall ist, weil das irgendwie Facebook Irland ist, das ist unser Sparringspartner von Max Schrems bevorzugterweise und von dort geht es dann in die Staaten, dann ist es ein Transfer, dann muss man sich diese Transferregelungen anschauen, zum Beispiel Privacy Shield. Und dann gibt es zumindest jetzt Regeln, die eingehalten werden müssen. Wie die Realität aussieht, wird man sehen. Und was den Zugriff von staatlichen Behörden anbelangt, so ist es nun auch nicht, dass jetzt in den USA irgendwie alles geht. Ne? Also ich meine, die haben schon auch Regeln, die haben auch Gesetze, die das regeln. Dass die vielleicht zum Teil sehr weitgehend sind, ist auch Realität. Aber nochmal, also auch in Europa ist das zum Teil der Fall. Sei es im Vereinigten Königreich oder in Frankreich oder in Deutschland oder in einigen anderen Mitgliedstaaten. Auch dort gibt es ganz erhebliche Eingriffsmöglichkeiten. Also vielleicht müssen wir auch vor der eigenen Haustür ein bisschen kehren, bevor wir also jetzt nur auf die Vereinigten Staaten schimpfen. Wichtiger Punkt. Ganz kurz noch 10 Sekunden zur Durchsetzung. Ich glaube, das stimmt genau und das ist einer dieser Mythen, die wir in Europa haben. Da kann man nichts machen, weil die sitzen in den USA. Die Realität ist, dass fast alle diese Unternehmen inzwischen hauptsächlich aus Steuervermeidungsgründen entweder in Irland oder in Luxemburg sitzen. Und die nicht dort sitzen, haben zumindest Assets in Europa, gegen die man auch, Entschuldigung für den Deutschen im Raum, Exekution führen kann, also durchsetzen kann im schlimmsten Fall. Und da lässt sich in Europa eigentlich recht viel durchsetzen, wenn man will. Es gibt nur ganz wenige Unternehmen, weiß nicht, WhatsApp war so ein Fall, die halt wirklich nur in Kalifornien sitzen und keine Infrastruktur bei uns anscheinend haben. Aber das sind wirklich ganz wenige. Im Großen und Ganzen haben die zumindest Infrastruktur in Europa, fast alle Offices in Europa. Oft ist sogar die Hauptverwaltung weltweit in Europa aus Steuergründen. Das heißt, dieser Mythos von wegen, da kann man nichts tun als Europa, ist eigentlich nicht wirklich die Realität. Also ich glaube, dass da gerade im kommerziellen Bereich ganz viel geht.
Ja, aber Herr Schreibens, wir haben jetzt zum Beispiel, das war vor ein paar Wochen kam das, über die Presseagenturen, dass zum Beispiel Google und Facebook in den Staaten die Unternehmen sind, die am meisten Geld für Lobbying ausgegeben haben, jetzt in Washington. Was wir mal versucht ein bisschen herauszufinden, ist, dass auch in der Europäischen Union natürlich hier Google, Facebook versuchen, ihr Lobbying zu betreiben. Das heißt, werden auch immer unsere Interessen gewahrt oder machen das diese Unternehmen einfach auch sehr, sehr gut? Ja, das war gerade DSGVO. Ich glaube, da können alle davon reden. Ein Riesenproblem. Also ich war ja auch einmal im Monat da. Ich muss wahrscheinlich irgendeine Diskussion dazu. Und da waren, die Zivilgesellschaft war da, aber das waren ich und vielleicht 5 andere Hanseln in Wirklichkeit, die da am Ende herumgelaufen sind. Das ist eine fuzzi kleine Gruppe und ich war da wirklich eher im Hintergrund im Vergleich. Und auf der anderen Seite haben wir einen Wahnsinn, also da hat, ich glaube, Facebook hat allein 5 Leute gehabt dort. Also das sind Dimensionen vom Lobbying-Abgang. Ich glaube, das ist mit auch ein Grund, warum die Rechtsqualität von dem Gesetz derzeit nicht sehr gut ist, weil die Idee vom Lobbying ganz stark war, das zu verwässern. Also die großen Konzerne haben probiert, verwässern wir das Gesetz, weil dann können unsere Juristen schon irgendwas damit tun und haben meistens gesagt, naja, wir vertreten, das sind dann irgendwelche Lobbyverbände, wo dahinter dann die Unternehmen stehen. Und die haben dann gesagt, wir vertreten die SMEs, also die Kleinunternehmen. Ich bin dann oft als Pro-Datenschutz-Mensch da gewesen und habe dann die Pro-Business-Diskussion angefangen, von wegen, selbst ein Unternehmen will ein ordentliches Gesetz, wo dann klar steht, was darf ich und was darf ich nicht als Unternehmen. Und da ist das Lobbying massiv daneben gegangen aus europäischer Sicht, weil einfach diese Verwässerer hauptsächlich die Hoheit gehabt haben und weniger sozusagen die wirklich, wie wir jetzt, weiß nicht, bei uns die WKÖ, wirklich die kleineren Unternehmen vertreten haben, die oft einfach irgendeine App machen, irgendein Business machen und einfach wissen wollen, wann darf ich es löschen, wann darf ich es nicht löschen. Und da sieht man, glaube ich, wie da das Lobbying auch jetzt aus Unternehmenssicht in die falsche Richtung gegangen ist, zumindest wenn man ein traditionelles Unternehmen ist oder ein klassisches Unternehmen. Ich glaube, dass wirklich die große Power war, dass einerseits die Kommission da ganz massiv dagegen gehalten hat und andererseits eben der Jan-Philipp Albrecht im EU-Parlament da sehr massiv dagegen gehalten hat. Ich habe mir die ganzen Abänderungen durchgelesen damals und da war es eigentlich hauptsächlich so, dass aus den Mitgliedstaaten eigentlich der Druck nach unten kommen ist vom Datenschutzniveau. Wir haben da mal eine Analyse gemacht, aber Österreich ist das einzige Land, was sozusagen geschaut hat, dass der Datenschutz höher ist, zumindest nach den Metrics, die wir angewendet haben. Aber es hat Länder gegeben, wie zum Beispiel Deutschland, die im Hintergrund ganz massiv mit der Industrie lobbyiert haben und wackelt haben. Da gibt es auch E-Mails von den entsprechenden Beamten in Deutschland, die an die Lobbyisten gehen. Was dürfen wir denn übermorgen beim Rat noch Neues vorbringen für euch? Da fragt man sich dann, wie sehr die den Bürger vertreten oder wie sehr nur die Unternehmen. Und das war ganz massiv bei der DSGVO und hat wahrscheinlich zum Teil auch dazu beigetragen, dass gewisse Lücken drinnen sind, gewisse Sachen man einfach dann sich nicht einigen hat können und dann eher was Schwammiges reingeschrieben hat als was Konkretes. Und das ist von der Qualität, selbst wenn man politisch der Meinung ist, dass das Gesetz so ganz gut ist, der Meinung habe ich auch, ist die Qualität massiv runtergegangen. Und das betrifft derzeit alle. Ich glaube, jeder, der mit dem Gesetz arbeiten muss, hat da Schwierigkeiten. Also Lobbying natürlich ist jetzt nichts Illegales in dieser Form, selbstverständlich nicht, sondern sogar etwas sehr Gutes, vorsichtig gesagt. Aber braucht es ein bisschen mehr Europa, wenn ich das höre, dass Österreich da pro Datenschutz auftritt, hier Deutsche aber ein bisschen weniger, Regierungsbeamte oder wie auch immer. Braucht man hier mehr Transparenz, braucht es hier mehr Europa? Also mit Sicherheit ist es richtig, wird ja oft auf Brüssel geschimpft und das wird gleichgesetzt mit Europa, aber Fakt ist, dass also der Gesetzgeber in Europa sind die Mitgliedstaaten zusammen mit dem Europäischen Parlament, das ist vielen ja gar nicht bewusst. Und die Mitgliedstaaten in der Tat vertreten dort nicht unbedingt immer das Gesamtinteresse, also das gesamteuropäische Interesse, sondern oftmals knallhart nationale Interessen. Und dann gibt es natürlich in jedem Mitgliedstaat ein Wirtschaftsministerium, das die Wirtschaft vertritt, und es gibt ein Justizministerium, was vielleicht mehr den Datenschutz als solchen im Auge hat. Das wird sich dann in jedem Mitgliedstaat dann eine Seite wird sich mehr durchsetzen als die andere. Transparenz ist es zum Teil. Diese Ratssitzungen die sind nicht öffentlich, aber die Ergebnisse kann man doch durchaus nachlesen im Anschluss. Aber es in so einem langwierigen Gesetzgebungsprozess ist es natürlich schon so, dass es dann auch viele, Nachtsitzungen gibt und sonst was, wo irgendwelche Kompromisse geschlossen werden, damit man überhaupt weiterkommt. Und hier war wirklich zum nächsten Punkt war ja nicht klar, ob man das überhaupt noch schafft, dieses Gesetzgebungsverfahren durchzuziehen. Es gibt auch Gesetzgebungsverfahren, die in Brüssel gescheitert sind. Und mit der Vielzahl an Änderungsanträgen war das nicht klar, dass man das wirklich schafft.
Deshalb, auch hier muss man vielleicht wieder sagen, es ist nicht das optimale Ergebnis vielleicht, aber also ich würde immer noch sagen, es ist ein gutes Ergebnis. Ich glaube, man kann auch nicht sagen, dass sich jetzt hier die Unternehmensseite durchgesetzt hat. Sonst würden die Unternehmen heute nicht so oft darüber klagen, genau. Auch wenn das vielleicht übertrieben ist und vielleicht auch ein bisschen Selbstschutz ist oder der Versuch, irgendwie noch alte Schlachten zu kämpfen, die man eigentlich verloren hat. Aber ich glaube, es ist schon so, dass man hier ein einigermaßen austariertes Ergebnis hat und das uns weiterbringt im Datenschutz und jetzt nicht ein rein unternehmensfreundliches Konstrukt ist. Also auch das schon mal ein sehr gutes Thema. Dann war noch ganz kurz bei Ihnen, das sollte man noch ansprechen, war, dass Sie gesagt haben, mit App und das hier, also ich, wie war das gemeint von Ihnen? Also ich installiere mir da irgendeine App und, ach so, das Mikro ist schon weg, das kommt sofort wieder. Wie war das gemeint mit der App? Ja, das ist vor allem gerade WhatsApp und Facebook, immer wieder die allgemeinen Geschäftsbedingungen reinschreiben, dass sie Zugang auf alle Daten auf meinem Handy zum Beispiel kriegen. Mhm. Also wenn man das App nutzt, dann gibt man denen die Berechtigung, alle meine Daten zu nutzen. Und die Frage ist, wie legitim ist das? Weil wofür braucht Facebook meine privaten Daten, die überhaupt nicht mit Facebook zu tun haben. Mhm. Mhm. Also was haben Sie halt? Das ist im Prinzip das Gleiche wie vorher. Ne? Ja, genau, hat sie erledigt. Ja, also das Grundprinzip, das einfache Prinzip ist, also sollen nur die Daten gesammelt werden und später verarbeitet werden, die für den speziellen Vertragszweck zum Beispiel erforderlich sind. Und sie nutzen dann WhatsApp für gewisse Zwecke, für gewisse Dienstleistungen, die sie erhalten von WhatsApp. Und dafür können Daten gesammelt werden, aber halt nicht darüber hinaus. Okay. Also es ist legitim, dass sie das gibt so natürlich, gibt natürlich. Nein. Das soll nicht heißen, dass es legitim ist, sondern also es mag dann durchaus sein, dass das da wesentlich mehr gesammelt wird, das an sich nicht für den Vertragszweck irgendwie erforderlich ist. Aber kann man da jetzt rechtlich vorgehen dann mit der neuen Datenschutzverordnung? Das war halt die Frage. Vor allem gehen Sie selbst zu Frau... Da kommen Sie dann zu mir. Ja, nein, Nick. Okay. Also die Kommission ist keine Durchsetzungsbehörde, das kann ich vielleicht klarstellen. Wir sind eine politische Behörde. Die Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung liegt bei den Datenschutzbehörden, was eben auch Sinn macht und auch unsere Verfassung im Übrigen vorschreibt. Das sind die unabhängigen Behörden, die dafür zuständig sind. Was geht da gegen WhatsApp? Kriegen wir die? Jetzt sage ich etwas, was niemandem gefällt. Jeder Fall ist ein Einzelfall. Und wir schauen uns dann jeden Einzelfall an, genauso wie wir das jetzt auch tun. Das ist, auch da sage ich wieder, das ist in einem Rechtsstaat so. Ich kann nicht von vornherein das Ergebnis eines Verfahrens vorwegnehmen. Das wäre nicht nur unseriös, das wäre einfach dumm. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn Sie Beschwerden haben, ja, zuerst mal müssen Sie zum Unternehmen gehen, da fragen, da. Und wenn Sie meinen, dass das Unternehmen nicht dem entspricht, also wenn die Antwort des Unternehmens nicht dem entspricht, was einerseits in der Datenschutzgrundverordnung oder auch im österreichischen Datenschutzanpassungsgesetz vorgesehen ist, dann beschweren Sie sich bei der Datenschutzbehörde und wir schauen dann, was wir machen können. Und dann ist dann natürlich auch die Initiative von Max Schrems jetzt wieder erwähnt, NOYB, weil hier dann auch eben Sammelklagen plötzlich möglich sind. Da kommt ein Herr, der eine Frage stellt. Bitte schön. Aber ich glaube, eben Facebook und WhatsApp, ich meine, das sind klare Punkte, die auch der Herr Schrems, also die ja die öffentliche Meinung in dem Sinne ja schon klar anprangert. Und wenn eben eine Datenschutzbehörde dann eben sagt, es ist ein Einzelfall, dann ist es irgendwie unökonomisch, finde ich, das so eben auf den Einzelfall geheim dann eben abzuhandeln. Also ich würde anregen, gerade im Sinne des Datenschutzes auch, die Situation eben öffentlich anonym zu verfolgen. Also es geht nicht darum, einzelne Personen oder einzelne Firmen eben ja, an den Pranger zu stellen, sondern es geht eigentlich darum, Missstände eben zu verhindern. Systemische Missstände. Genau, und das würde ich sehr wohl von einer öffentlichen Behörde praktisch erwarten, dass das eben dem nachgegangen wird. Also erstens einmal kommt es darauf an, welche Aufgaben dieser Behörde zugeschrieben werden vom Gesetzgeber. Das ist einmal Punkt 1. Punkt 2, natürlich können wir auch von uns aus Untersuchungen machen. Das habe ich ja auch schon vorher gesagt. Aber ich möchte schon eines betonen. Es werden hier permanent zwei Unternehmen genannt. Ja?
wurscht, ob das jetzt Facebook oder Google ist. Es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die in vielen Bereichen tätig sind. Ich glaube, die zwei immer an den Pranger zu stellen, das bringt überhaupt nichts. Ja? Nein, das, Sie meinen das vielleicht pass pro toto, aber worum es mir schon auch geht, ist, der Betroffene selbst, ja, hat schon auch in meinen Augen eine Aufgabe. Wir sind ja keine entmündigten Wesen. Wir können uns sehr wohl überlegen, wem gebe ich meine Daten, wem gebe ich meine Daten nicht, was tue ich damit. Normalerweise, wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen bin, wo lauter datenschutzaffine Menschen sind normalerweise, weil sonst gehen sie ja nicht zu einer Veranstaltung, wo ein teilweise ziemlich sperriges Thema behandelt wird, mache ich am Anfang meistens frage die Leute, ob sie bereit sind, interaktiv mit mir zu arbeiten. Diese Frage würde ich gerne hier auch stellen. Darf ich das? Sie dürfen natürlich. Ja. Wer von Ihnen hat im E-Commerce in den letzten 2 Monaten irgendetwas bestellt? Okay. Ja, Max schreibt es natürlich auch. Bitte. Ich auch. Okay. Ich auch. Wer von Ihnen hat die Datenschutzerklärung angeklickt? Na, das sind schon weniger. Wer von Ihnen hat die Datenschutzerklärung gelesen? Also ich schaue nicht hin. Es ist, ja? Einer. Ja, okay, gut. Wow. Wer hat das Ding, das er da bestellt hat, nicht bekommen? Okay, danke, dass Sie sich dem gestellt haben. Also da sitzen lauter datenschutzaffine Menschen herinnen. Eines ist klar, hätten Sie die Datenschutzerklärung nicht angeklickt, hätten Sie die Sache nicht bekommen. Das heißt, es geht gar nicht nur darum, diese Erklärung nicht zu lesen, sondern es geht im Vorfeld schon darum, ich bin so geier auf das Ding, das ich da bestellen will, dass ich nicht einmal mehr wahrnehme, was für ein Hackerl ich überhaupt setze. Und das hat nichts mit Ihnen zu tun. Sie sind in super guter Gesellschaft, sowohl national als auch international. Es geht international genauso aus wie hier. Es geht mir darum, auch die eigene Awareness zu raisen, da einfach schauen, was tue ich auch selbst. Ja? Also es sind nicht immer nur die Kraken, ich weiß schon, die Kraken gibt's, aber es ist auch die Frage, was tue ich selbst, was trage ich selbst bei und was ist mir das wert? Ja? Also kann ich ums Eck gehen, mir ein Buch kaufen oder muss ich das so ganz sofort jetzt im Internet bestellen? Will ich das oder will ich das nicht? Ich habe schon eine Wahlfreiheit. Also ich bin nicht so, dass ich sage, ich muss das jetzt unbedingt haben. There ain't no free meal. Ja? Ich bin überzeugt, viele von Ihnen haben Kundenkarten, ich habe auch Kundenkarten, aber ich bin überzeugt, die Firma X gratuliert mir nicht zum Geburtstag, weil ich so nett bin. Ja? Sondern das hat schon einen anderen Grund, weil die haben meine Daten oder wollen meine Daten haben, ja? Und haben mein Geburtsdatum. Klingt sehr lächerlich, ganz, ganz trivial, ist trivial, aber ist Teil dessen, warum die sogenannten Datenkraken all unsere Daten haben können. Max Schrems will was dazu sagen. Bitte. Erstens, ich habe nur eine Kundenkarte und das ist bei der Lufthansa, weil da zahlt es wirklich aus halbwegs, wenn man viel fliegt, aber sonst keine. Werbung ist auch dabei. Und ich glaube, in der Diskussion mich doch oft nervt, ist, dass wir ganz stark dieses Ding haben, was kann der Nutzer tun? Und ich glaube, bei aller Awareness von Nutzer, die blöd sind und jetzt sozusagen ihre, ich sage immer, das betrunkene, nackte Foto online posten und so weiter, da sind wir uns alle einig. Ne? Aber ich glaube, die Realität ist, dass die Sachen so komplex sind. Also ich habe Hausnummer die Facebook-Policy wahrscheinlich 100-mal gelesen. Ja? Ich kann bis heute nicht sagen, was die wirklich mit meinen Daten tun. Und ich glaube, dass wir im Datenschutz diese Debatte von Nutzer-Responsibility ein bisschen überstretchen, weil wir das auch in keinem anderen Bereich machen. Also wenn ich jetzt, weiß nicht, wenn man schlecht wird vom Essen beim Supermarkt, dann heißt es auch nicht, ich habe nicht genau gelesen, was hinten drauf gestanden ist, sondern man geht einfach davon aus, es gibt Hygienevorschriften und die werden irgendwie durchgesetzt. Nein, und im Großen und Ganzen, wenn man sich nicht dran hält, gibt es ein Problem. Und das ist eine Sache, die ich im Datenschutz, glaube ich, also wo ich einfach prinzipiell eine andere Meinung habe, ist, Blödheit ja ist ein Thema, ja.
aber der Durchschnittsnutzer hackelt 10 Stunden, kommt am Abend nach Hause und will sich jetzt auf Amazon schnell ein Paket bestellen. Ihr werdet es nie lesen, nie. Und wird auch die Möglichkeit gar nicht dazu haben. Da gibt es Statistiken, man müsste, ich glaube, 6 Monate im Jahr lesen, wenn man alle AGB liest, die man online ankreizelt. Das heißt, über die Awareness werden wir es am Ende nicht schaffen, sondern hoffentlich eben über sowas wie die DSGVO und dann auch eine entsprechende Durchsetzung. Und das ist auch ein bisschen die Idee jetzt bei uns im Verein, dass man einfach sowas kollektivieren muss, weil der Einzelne ist endlos überfordert damit. Und ich glaube, dass wir das den Unternehmen teilweise zu leicht machen, zu sagen, der Nutzer soll sich da irgendwie drum kümmern, weil blöd gesagt, wenn ich als Datenschutzjurist nach 7 Jahren nicht verstanden habe, dann war es ich habe nicht gesagt, der Nutzer soll sich drum kümmern. Ich habe gesagt, der oder die Nutzerin soll sich auch informieren. Und das ist zumutbar. Wir bauen Häuser, wir ziehen Kinder groß, wir machen ganz viele Dinge, die sehr viel Verantwortung erfordern. Und nur im Datenschutz sind wir deppert. Nein. Ja, wobei, um da binnen zu bleiben, Herr Schrems, ist natürlich schon die Situation, wenn ich ein Haus baue oder bauen lasse, dann kommt mir die Behörde her, schaut nach, ob mein Brandschutz funktioniert. Ich kann davon ausgehen, dass sich mein Haus nicht selbst entzündet. Mhm. Man kontrolliert das, ob das Haus nicht einstürzt. Ich bin jetzt mit dem Auto hierher gefahren und ich kann auf die österreichischen Straßen verlassen, wenn ich hier 130 fahren darf. Dann geht das mit meinem Auto. Mhm. Im Internet weiß ich das aber nicht. Das wäre genauso, wüsste ich es beim Haus eigentlich mal Architekt studieren, 7 Jahre, dann auch noch die ganze Bauordnung, die ganze Statik verstehen. Und wenn es zusammenfällt, sagt man mir, was hast du das nicht gelesen? Ich weiß ganz genau, was Sie meinen. Im Prinzip. Nein, das ist nur ein Diskussionspunkt. Im Prinzip ist das, was die Unternehmen immer sagen. Die Unternehmen kommen zu uns und sagen, boah, wir kennen uns nicht aus, sag uns, wie wir das tun sollen. Mhm. Ja? Da sage ich dann, es ist wie bei der Bauordnung, wenn Sie wissen wollen, wie Sie Ihr Haus bauen, dann gehen Sie zum Architekten oder zum Baumeister und der zeichnet Ihnen den Plan und dann kommen Sie zu uns. Ja. Das ist die eine Seite. Ja. Die andere Seite ist, wir sind dazu da, nämlich die Behörden sind dazu da, die das Grundrecht auf Datenschutz der Bürger und Bürgerinnen, der Menschen, deren Datenschutz verletzt werden kann, zu schützen. Aber dazu müssen Sie schon zu uns kommen. Das ist das eine. Oder Sie gehen zu Max Schrems, wenn Sie glauben, Sie sind bei ihm besser aufgehoben. Der kommt allerdings dann auch zu uns. Bleibt in der Familie, das ist ja gut. Und er muss nicht mehr nach Irland gehen, sondern es rennt dann nicht der Magister Schrems, sondern es rennen die Behörden für Sie. Aber eines ist auch klar, wir sind weder dieses Gesetz noch wir sind nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ja? Die gibt's nicht. Und soll ja auch kein Plädoyer sein, selbstverständlich sind wir erwachsene Menschen, die dürfen wählen und wir würden nicht nackt in der U-Bahn fahren, mittlerweile vielleicht auch nicht mehr nackt irgendwas von der Party posten und uns dann wundern, wo wir keine Jobs mehr bekommen. Also natürlich sind schon auch wir verantwortlich zum gewissen Teil. Ich muss nicht jede App installieren, wenn ich auch weiß, diese lustigen Vogel abschießen, ganz großartig, einer der größten Datenkranken, dann habe ich das halt nicht auf meinem Smartphone, sondern am Firmen-Smartphone. Nein, Ich sage aber auch eines dazu, ich halte es für höchst unseriös und unprofessionell, wenn sich HR-Verantwortliche einfach nur schlau machen im Internet, was hat derjenige vor 5 Jahren gepostet. Mhm. Ich finde das unprofessionell und es ist durch nichts zu rechtfertigen, ja, dass ich nach solchen Kriterien irgendein Personal aussuche. Mhm. Ja. Das ist ein gutes Argument. Mhm. Ich halte das für sehr unprofessionell und eines muss ich auch sagen, wenn ich mit HR-Verantwortlichen spreche und sie frage, ob sie glauben, dass sie ihren Job hätten, wäre vor 30 Jahren alles aufgenommen worden, was sie gemacht haben mit 20, dann ernte ich meistens so ein komisch süffisantes Schmunzeln. Natürlich hätten sie ihren Job nicht, wenn dann nämlich solche dort gesessen wären wie sie, die nach solchen Kriterien ausgesucht hätten. Und das ist der Punkt auch. Ja. Es kommt ja nicht nur darauf an, was macht der Nutzer, sondern wie wird das dann genutzt? Ja, es ist ja unseriös und unerträglich, wenn so etwas gemacht wird. Aber außerdem sind dynamische und innovative Leute auch manchmal betrunken auf einer Party. Also sie müssen ja gerade diese Leute suchen, wenn sie gutes Personal haben wollen. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, nicht nur mainstreamartig vorzugehen, sondern auch ein bisschen aus der Box zu schauen. Wir hatten das Problem natürlich schon mal in gewisser Weise im Vertragsrecht. Ne? Dann, deshalb hat man ja AGB-Regelungen, also Gesetze geschaffen, die sozusagen AGBs, allgemeine Geschäftsbedingungen, irgendwie
also bestimmen, ob die wirksam sind und einen Katalog von Klauseln enthalten, die eben nicht wirksam sind. Auch da hat der Gesetzgeber eingreifen müssen, weil eben der Einzelne nicht in der Lage ist, unter Umständen zu begreifen, was da im Kleingedruckten steht. Also wir hatten das Problem schon mal, es ist nur hier noch viel komplizierter, weil man hier halt was von sich selbst weggibt, nämlich seine Daten und es dann unheimlich schwierig ist, nachzuvollziehen, wo die hingehen, was mit denen gemacht wird. Wenn ich einfach nur einen Vertrag geschlossen habe, okay, dann hat sich vielleicht irgendwann mal rausgestellt, dass ich kündigen will und dann stand da in den AGBs drin, nee, kann man nicht, aber das war vielleicht unwirksam. Hat uns das AGB-Gesetz gesagt. Das konnte man noch einigermaßen in den Griff bekommen. Die Situation ist wesentlich schwieriger, glaube ich, im Datenschutz. Aber ich würde auch mit Max Schrempf denken, man muss, also der Staat muss schon eingreifen, muss Regeln setzen und es muss ein gewisses Abschreckungspotenzial geben. Wir haben jetzt auch Regeln dazu, zum Beispiel, dass also ein Ansatz haben wir, was die Zustimmung anbelangt. Die Zustimmung ist nur noch wirksam, also Zustimmung zur Nutzung von Daten, wenn man also in einfacher und klarer Weise informiert wurde über die Risiken. Da werden möglicherweise in Zukunft viele von diesen elendslangen Texten scheitern. Dann muss man halt sehen, wie man das dann, welche Konsequenz man daraus zieht. Ne? Also das wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein. Dann werden sich langsam auch die Unternehmen darauf einstellen und hoffentlich Texte formulieren in der entsprechenden Länge und Aufmachung und Einfachheit, dass der Einzelne das auch wirklich verstehen kann und dann wirklich eine informierte Entscheidung treffen kann. Ja, da mag der Verdacht im Raum stehen, dass der ein oder andere dieser Texte vielleicht absichtlich so formuliert wurde, dass man irgendwie nur reagieren kann mit oder na. Ja, also irgendwie, vielleicht kann man dann das auch ein bisschen mal dann in eine Form gießen. So, wer wollte noch? Genau, Sie bitte, die Dame da hinten. Dankeschön, bitte. Dankeschön. Ja, eine Frage, die sich wohl in erster Linie an den Max Schrempf richtet. Ich interessiere mich für den Bundestrojaner, den sogenannten Bundestrojaner, der mit dem Sicherheits-Überwachungspaket ab Juni in Kraft treten soll. Und mir geht es darum, wie darf ich mir das praktisch vorstellen? Entweder haben die Personen des Innenministeriums physisch Zugang auf mein Mobiltelefon und spielen mir den Trojaner rauf. Wenn nicht, dann müssen sie doch Sicherheitslücken in der Software finden. Nun wissen wir aber von diversen Unternehmen, gerade die eben diese Messenger-Dienste betreiben, dass sie durchaus Hackerinnen und Hacker dafür bezahlen, dass sie sich auf Sicherheitslücken aufmerksam machen. Heißt das, unser Innenministerium muss jetzt quasi einen zweiten Markt eröffnen und Hackerinnen und Hacker mehr bezahlen, die dann eben, weil sie einen oder eine überwachen wollen, für alle anderen auch diese Sicherheitslücken für sich in Anspruch nehmen, quasi wo dann die Daten, meine Daten von den Unternehmen auch weniger geschützt werden können, weil die weniger auf Sicherheitslücken aufmerksam gemacht werden. Und wie kann ich dagegen vorgehen? Ist die ganze Frage, und Sie haben das in der Frage in Wirklichkeit schon großteils abgebildet, diese ganze Geschichte vom Bundestrojaner ist ja von vorn bis hinten skurril. Also prinzipiell ist ja mal jeder, glaube ich, der Meinung, wenn ich jetzt SMS legal abhören darf, dann werde ich wohl auch eine WhatsApp-Nachricht unter den gleichen gesetzlichen Voraussetzungen machen. Das ist das, was sozusagen die Politik uns die ganze Zeit verkauft und jetzt gebetsmühlenartig seit einem Jahr wiederholt. Das Interessante ist, wie setze ich das genau technisch um, also genau Ihre Frage. Und da hat man einfach ein Paradoxon. Wir haben, in Österreich ist es besonders skurril, da ist das BVD, also das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, seit einiger Zeit jetzt für Cybersecurity zuständig. Das heißt, gut nach dem alten Lied, Gustav 1 macht das Loch zu und Gustav 2 soll dann direkt danach das Loch wieder aufreißen. Das ist sozusagen jetzt die Idee und da gibt es dann eine Sicherheitslücke und da probiert man dann dadurch eben die Software hineinzubringen. Die Skurrilität ist jetzt, man muss eine Sicherheitslücke offen lassen. Das ist dann praktisch auf Betriebssystemsebene, weil WhatsApp selber wird man nicht machen können, aber man kann eine Quellen-TKÜ machen. Das heißt, das Ergebnis am Device selber abfragen. Wie das technisch jetzt genau gelöst ist, ist noch relativ unklar. Also wie ich danach gefragt habe bei Leuten, die sich besser auskennen damit, war zum Beispiel unklar, ob das die jeweilige App abruft oder zum Beispiel metamäßig eher einfach den Bildschirm scannt. Also das wird noch interessant, wie das technisch zum Umsetzen ist. Aber das Grundproblem ist, ich brauche eben eine Sicherheitslücke in der Software und durch die muss ich das sozusagen reingeben. Dadurch weiß aber unser Staat, dass Hausnummer jedes Android-Handy diese Sicherheitslücke hat.
Und das betrifft jedes Android-Handy von jedem Geheimnisträger in Österreich. Es betrifft jedes Android-Handy von der FÖS bis zu sonst irgendjemanden, irgendwelche Unternehmen, die massiv zum Beispiel von wegen Spionage und Co. unter Druck sind. Und ganz vereinfacht sagt, wenn es unser BVD diese Lücke kennt, dann kennen es die Russen, die Amis und alle anderen schon 3 Jahre vorher. Und das ist der Wahnsinn von dieser ganzen Geschichte. Wir machen uns in Wirklichkeit sozusagen noch verwundbarer, halten das dann mutwillig auf. Dann stellt sich noch die ganze Frage, wie viel kostet das Ganze, weil so eine Sicherheitslücke zu finden wird nicht ganz einfach sein. Braucht man vielleicht am Schwarzmarkt, das wissen wir auch noch nicht genau. Aber die wird auch wieder geschlossen werden, weil Google wird wahrscheinlich schneller auf die Lücke draufkommen, als wie durchschnittlich unser BVD. Ich unterstelle jetzt sozusagen, dass die Google-Ingenieure da vielleicht besser bezahlt sind und sich in ihrem Betriebssystem besser auskennen. Ja? Das heißt, man wird die permanent auch nachkaufen müssen. Und wenn man das jetzt alles in Verhältnis setzt, dadurch, dass glaube, wir haben in Österreich 1400 oder sowas Telekommunikationsüberwachungen pro Jahr, da können Sie sich allein schon ausrechnen, was das kostentechnisch bedeutet, wenn ich das alles verschiedensten Geräten machen können soll. Und die, die wirklich die bösen Terroristen sind, haben einen Offline-Laptop, hauen da PGP drauf und den Offline-Laptop, da kann ich sowieso dann mit einem Bundestrojaner nicht mehr anfangen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze ist meiner Meinung nach erstens gefährlich und zweitens Geldvernichtung und drittens Populismus. Aber das ist, werden wir uns die nächsten 4,5 Jahre noch geben müssen, wenn ich jetzt richtig rechne. Aber das erklärt ja auch eine gewisse russlandfreundliche Haltung der Regierung. Die wollen es nicht selber rausfinden. Wenn es die Russen schon 3 Jahre vorher haben, dann kaufen sie es einer einfach ab. Oder? Ja, aber jetzt blöd gesagt, wenn ich da, also wir haben ja jetzt genug Unternehmen in Österreich, die, das ist ja das einzige, das einer der wenigen Dinge, die wir haben, sind Know-how. Ne? Also wenn jetzt die FÖS Hausnummer irgendeinen Spezialstahl herstellt, den nur wir können und sonst niemand, zu wissen, dass jeder dort in seinem Handy eine Sicherheitslücke hat, ist volkswirtschaftlicher Wahnsinn. Mhm. Und damit daherzukommen, dass wir jetzt 3 Drogendealer am Gürtel deswegen erwischen können, ist absurd. Ja? Gleichzeitig muss man jetzt gegen mein eigenes Argument sagen, bisher sind die Sicherheitslücken sowieso da. Vielleicht ist dann eh wieder egal. Ja? Aber es ist ein totales Paradoxon, dass wir jetzt eine Abteilung im BVD haben, die für Lücken aufmachen da ist. Und daneben sitzt, weiß nicht, ein Zimmer weiter, eine Abteilung, die für Lücken zumachen zuständig ist. Das heißt, der Staat schaufelt sich erst ein Loch und dann grabt das wieder zu. Und das Ganze wird dann sozusagen als die große Lösung verkauft. Was aber jetzt abschließend zu meiner Tirade noch dazu sagen will, ist, das ganze Sicherheitspaket hat noch viel mehr Elemente. Also wir reden über einen Bundestrojaner und ich habe ein bisschen so das Gefühl, das wird vorangestellt und hinterher kommt noch ein ganzer Haufen von anderen Sachen. Also zum Beispiel soll halt die Vorratsdatenspeicherung über Quick Freeze wieder eingeführt werden, was an sich rechtlich okay ist, wenn man das gut macht, aber das ist teilweise auch sehr schwierig, sehr schlecht gemacht. Dann gibt es Sachen, weiß nicht, Kennzeichenüberwachung, wo sozusagen alle Kennzeichen, wenn es vorbeigefahren, gescannt werden, weil man anscheinend dann den bösen Polen, der unser Auto fladert, finden kann. Ich glaube, jeder, der das weiß, wird halt vorher schnell ein anderes Kennzeichen drauf montieren und wird den Herrn Kickl damit auslachen. Ja? Aber da gibt es jetzt eine ganze Lawine, die daherkommt und wir reden da fast über den Bundestrojaner. Der Kickl fährt nicht Auto, sagt der. Nein, sagt also, der reitet eh. Ah, er reitet. Ach so, daher die Pferde, ja. Ja, zumindest in München ist er geritten. Daher die Pferde. Das war einer der schönsten Bilder der Innenpolitik. Der Kickl war noch nie so glücklich wie auf diesem Bild. Also, ich habe gedacht, ja, aber hast du sich das Pferd angeschaut? Dann wäre vielleicht alles viel besser geworden. Es hat dann aber jetzt im Parlament dann sehr wohl die Opposition dann gemeint, Herr Kickl, das Leben ist doch kein Ponyhof. So, aber auch das eine Geschichte. Danke für diese sehr, sehr spannende Frage. Ich denke, die ist sehr gut beantwortet, aber das entscheiden Sie schon. Gut, dann haben Sie jetzt auch geduldig gewartet. Sehen Sie, so fühlt sich das an. Dankeschön, ja, bitte. Danke. Okay, ich hatte noch eine kleine Frage. Und zwar, konform mit der neuen Datenschutzregelung zu sein, ist für große Unternehmen wahrscheinlich im bürokratischen Aufwand deutlich leichter Hand zu haben als für kleine. Und dieser Strafandrohungsrahmen von 4% Jahresumsatz tut einem großen Unternehmen im Zweifel wahrscheinlich nicht wirklich weh. Also es versucht ja jeder wahrscheinlich konform zu sein, aber diese Strafandrohung ist dann doch nicht wirklich existenzbedrohend. Und dieser absolute Strafbetrag kann für kleine Unternehmen, die sich schwerer tun, diese Bürokratie einzuhalten, aber mehr als existenzbedrohend sein. Ob Sie die Frau Jelinek hat, ich sag's Ihnen, vorausgesehen, dass diese Frage kommen wird. Und sie freut sich sicherlich schon darauf, sie zu beantworten, stimmt's? Okay. In der Datenschutzgrundverordnung gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens einmal steht in Artikel 56 Absatz 2, ist das, glaube ich, dass wir warnen können
und auch verwarnen Unternehmen. Und im Artikel 83 steht in Absatz 1, das wird nur meistens nicht gelesen, sondern gelesen werden dann die, wo die Strafhöhen stehen, steht im Absatz 1 drinnen, dass die wenn dann gestraft wird, dass die Strafen verhältnismäßig wirksam und abschreckend sein sollen. Und das Wesentliche ist die Verhältnismäßigkeit. Natürlich wird jemand, der sich nicht um den Datenschutz in seinem Unternehmen kümmert und ein Zweimannunternehmen ist, wohl nicht gestraft werden können mit 20 Millionen Euro. Das wäre dumm, ja, ja, also, das ist klar, ja. Weil es auch unverhältnismäßig wäre. Das ist das eine. Ja. Das zweite ist, eines ist allen Datenschutzbehörden in Europa klar. Jede Geldstrafe für ein Unternehmen jener Größenordnung, die wir heute schon, ich weiß nicht, 100-mal genannt haben, wird natürlich besonders beäugt werden, weil das wird auf jeden Fall hinaufgehen zu den jeweiligen, in Österreich halt zum Bundesverwaltungsgericht, woanders zu einem anderen Gericht. Aber natürlich führen wir die Verfahren auch für klein- und mittlere Unternehmen genauso rechtsstaatlich wie für alle anderen. Und natürlich ist es auch klar, dass wir da die gleichen Voraussetzungen haben, dass wir auch da verhältnismäßig sind. Ja, aber Ihr Ermessensspielraum ist sozusagen bei kleinen Unternehmen zwischen 0 und 10.000% vom Jahresumsatz und großen Unternehmen. Nein, es muss immer verhältnismäßig sein. Ja, aber maximal 4% von großen, also die Verhältnismäßigkeit wird nicht gegeben. Es muss immer verhältnismäßig sein, immer. Ich kann nicht den 10.000-fachen nehmen von einem großen. Ich kann doch nicht Ihnen das 10.000-fache von Ihrem Jahresumsatz aufbrummen. Das ist doch ein Unsinn. Ja, aber das heißt, wenn man das so wollte, hätte man ja sagen können, auch für kleine Unternehmen, also für alle sind es 4%. Verstehen Sie mein Problem? Man hat rechtstechnisch einen Sockelbetrag gebraucht, weil zum Beispiel ein Verein oder was weiß ich, was ist der Gewinn von dem oder was ist der Umsatz, ne? Aber wo ich ganz bei Ihnen bin, ist, ich glaube, dass der Sockelbetrag von 20 Millionen zu hoch ist. Also es wäre sinnvoll gewesen, einen Sockelbetrag von, was weiß ich, 100.000, 200.000 zu nennen. Damit hat man gewisse Rechtssicherheit. Und dann die 4%, weil damit da würde man die Größen erwischen. Das war bloß halt politisch gewollt als Zeichen, diese 20 Millionen. Ich persönlich sehe das zum Beispiel auch so, weil die großen Unternehmen interessieren sich nur für die 4%. Und das Gefühl von potenziell 20 Millionen, und man muss das natürlich über die Verhältnismäßigkeit auffangen und die DSB wird das dann dementsprechend machen müssen. Aber es wäre schon schön gewesen, rechtspolitisch, dass man das vielleicht im Gesetz ein bisschen strukturiert. Es hat auch Vorschläge gegeben, dass zum Beispiel gewisse von den Pflichten erst ab Hausnummer 100.000 Betroffenen gelten, also irgendwelche Abschätzungen, die man da machen muss, dass man die kleinen Unternehmen da ein bisschen rausnimmt, zumindest aus dem Papierkram von der Sache. Die sind bloß politisch einfach nicht durchgegangen. Da war auch meines Eindrucks her halt relativ stark die großen Lobbyisten dahinter, die sich dann eher um die 4% gekümmert haben als um die 20 Millionen. Und über die 20 Millionen ist schlichtweg wenig debattiert worden. Und diese ganzen Möglichkeiten, da klare Strukturen zu machen, so was im Steuerrecht auch hat, da gibt es gewisse Umsatzschwellen und da muss ich halt irgendwie mehr Dokumente da anbringen. Das wäre nett gewesen, ist nur nicht Usus, also ist es nicht im Gesetz und jetzt muss die Frau Jelinek mit der Verhältnismäßigkeit das grob gesagt wieder einfangen und das wird spannend werden, ja, also weil es kommt auf Behörden darauf an, wie die das dann auslegen. Bei uns geht es noch ganz gut, weil ich auch danach den Instanzenzug vor den Gerichten habe, die relativ preiswert sind, aber zum Beispiel in Irland, wenn die Behörde da ein bisschen sozusagen über die Stränge schlägt, dann kann ich dort vor ein Gericht gehen, das kostet mir aber 200.000, 300.000 Euro als Unternehmen, wenn ich das mache. Das heißt, da werde ich dann die Strafe zahlen und mich ärgern, weil es wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, da unbedingt vor Gericht zu ziehen. Und das ist eben diese Rechtssicherheitsproblematik, die wir mit der DSGVO teilweise schon haben. Ich glaube, in Österreich ist sie eingeschränkter, weil wir ein sehr gutes Verwaltungsrecht haben, wo das alles schon sehr schön strukturiert ist im Großen und Ganzen. Also in Österreich, sagen wir es mal vorsichtig, müssen wir uns vielleicht keine Sorgen machen. In Irland vielleicht ein bisschen schon. Okay, danke. Ja, danke. Vielleicht, wenn ich noch hinzufügen kann, nur es gab in der Tat diese Überlegung, dass man abschichtet sozusagen bei den Verpflichtungen, die Unternehmen treffen. Also, dass man weniger Verpflichtungen sozusagen für KMUs hat als für Großunternehmen. Aber es hat sich schon irgendwo die Vorstellung durchgesetzt, dass der Datenschutz eben nicht unbedingt von der Unternehmensgröße abhängt. Ne? Also, oder auch die Risiken, denen man ausgesetzt ist, nicht unbedingt davon abhängen, wie groß das Unternehmen ist, sondern welche Daten da verarbeitet werden, wie sensitiv die sind,
Und da stellen sich leider ähnliche Probleme möglicherweise bei einem kleinen Unternehmen wie bei einem großen Unternehmen. Aber in der Tat muss man natürlich bei der Sanktionshöhe dann das mitbedenken. Und da bin ich mir sicher, dass die Datenschutzbehörden das auch tun werden. Aber die Logik ist jedenfalls nicht die, dass nur große Unternehmen können großen Schaden anrichten. Also das können kleine Unternehmen auch. Also ich irgendwie ein kleines Unternehmen, was irgendwie mit Gesundheitsdaten umgeht, wenn die nicht richtig abgesichert werden und dann irgendjemand da reinhackt, ist der Schaden unter Umständen auch besonders groß, ne? Also wenn sich dann herausstellt, dass ich irgendwie, mein Krankheitsbild dann irgendwo im Internet zu finden ist. Da gibt es auch kleine Unternehmen, die solche Analysen durchführen und dann solche Daten eben haben. Also und als Beispiel. Die geltende Machung eines Grundrechts kann nie davon abhängen, wie groß ein Unternehmen ist. Also das geht einfach nicht. Also das ich gebe Ihnen komplett recht, Entschuldigung nochmal, aber eben, also diese Umsatzgrenzen sind eben trotzdem ein bisschen verstörend aus Sicht von kleinen Unternehmen. Also dabei bleibt es halt. Aber ich glaube, also man sollte sich nicht, also das ist in der Tat auch so ein bisschen das Schreckgespenst, dass jetzt immer hier mit der ganz großen Keule draufgehauen wird. Das wird mit Sicherheit nicht der Fall sein. Es gibt ja auch einen ganzen Kriterienkatalog, der das einfangen wird. Also natürlich spielt es eine Rolle, ob das erste Mal ist. Natürlich spielt es eine Rolle, welche Sicherheitsvorkehrungen man geschaffen hat, sodass man sich darum bemüht hat, dass die Daten richtig behandelt werden. Fehler können immer auftreten und das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen, auch in der Hinsicht, dass vielleicht überhaupt keine Geldbuße verhängt wird, sondern eben mit Warnungen und Ähnlichem gearbeitet wird. Und dann wird man irgendwie sehen, also dann gibt es eben die schwierigeren Verstöße, die schwerwiegenderen Verstöße und da wird man dann eben mehr tun müssen. Und dabei wird man mit Sicherheit auch berücksichtigen, was die Geldbuße dann bedeutet für das Unternehmen, ob das noch verhältnismäßig ist oder nicht. Ich habe schon dieses Zeichen bekommen, wenn Sie wissen, was das heißt. Das heißt, wir müssen zum Ende kommen, leider, wobei wir haben jetzt eigentlich gerade angefangen. Also, da ging ja noch was. Jetzt drehen wir das Ganze ganz einfach um und ich darf Sie noch um ein kurzes Statement bitten. Wir beginnen bei Herrn Schrems in Salzburg. Kurzes Statement dahingehend, jetzt kommt diese DSGVO. Was ist da aus Ihrer jeweiligen Sicht ganz, ganz wichtig für uns, ganz normale Menschen, die hier im Saal sind, jetzt zu wissen? Herr Schrems. Ich glaube sozusagen, dass man jetzt seine Rechte auch mal geltend machen kann. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum diese ganze Facebook-Geschichte zum Beispiel bei mir überhaupt eine Geschichte war. Ist, wir haben irgendwelche Grundrechte und keiner hält sich dran. Und diese Skurrilität war ja irgendwie bisher, glaube ich, der Grund, warum sich für meine Beschwerden da irgendjemand groß interessiert hat. Und ich glaube, das ist die Lösung. Und da muss man, wenn ich das aus der Ferne machen kann, erstens vielen Dank der Kommission sagen, weil das ja auch heute Thema Europa ist. Da war Kommission und Parlament eben sehr stark. Die Mitgliedstaaten weniger und ich glaube, dass genau dieses große Problem, das wir bisher hatten, gelöst sind. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir wahrscheinlich in 10 Jahren eine Datenschutzgrundverordnung, Sanierungsverordnung brauchen werden und gewisse Lücken halt dann eben wieder schließen werden. Vielen Dank, Max Schrems. Herr Sauer, Ihr Abschlussstatement? Ja, das, was ich im Prinzip schon gesagt habe, ich glaube, es wird wichtig sein, dass Sie als Bürger den Unternehmen natürlich auf die Finger schauen, ein bisschen mehr bewusster dafür entwickeln, wem Sie Daten geben und in welchem Ausmaß und von Ihren, das würde ich in der Tat bestätigen wollen oder bekräftigen wollen, von Ihren Rechten Gebrauch machen. Und gleichzeitig aber nicht jetzt irgendwie Unternehmen unter Generalverdacht stellen und immer davon ausgehen, dass da falsch gearbeitet wird. Das wird ein Lernprozess sein von beiden Seiten und ich hoffe, dass sich das dann mit der Zeit einspielen wird, wie das auch in anderen Bereichen der Fall war. Dankeschön, Herr Sauer. Frau Jelinek? Ja, ich kann auch nur appellieren. Einerseits machen Sie Ihre Rechte geltend, eben zuerst bei den Unternehmen oder bei den Behörden. Und wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Rechte nicht entsprechend gewahrt werden, dann beschweren Sie sich bei der Datenschutzbehörde. Und ganz gleich, ob das jetzt ein österreichisches Unternehmen betrifft oder ein internationales mit Sitz in Österreich oder grenzüberschreitenden Datenfluss, Sie können sich bei uns beschweren und es rennen nicht mehr Sie, so wie der Max Schrems, nach Irland, sondern wir rennen für Sie nach Irland, um das mal plastisch zu sagen. Dann bedanke ich mich bei der Runde, darf nochmal abschließend Danke sagen an Frau Andrea Jelinek. Sie ist die Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde und da fehlt gar nicht so viel, wie ich von der Kommission gehört habe. Sie könnte auch Europas oberste Datenschützerin werden und ich hoffe, Sie teilen da meine Meinung. Ich glaube, sind unsere Daten in guten Händen bei Ihnen. Bitte um Applaus für Andrea Jelinek. Dankeschön, dass Sie da sind. Dann
Vielen herzlichen Dank an Ralf Sauer von der Abteilung Internationale Datenströme und Datenschutz von der Generaldirektion Justiz und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und dann nochmal Gratulation an Max Schrems für NYB, also dass diese Initiative jetzt da ist. Die kennen Sie jetzt auch. Ja, wenn Sie da was brauchen, Sie haben gleich zwei Anlaufstellen. Die kommen dann am Ende wieder zusammen. Das haben wir heute auch gelernt. Vielen herzlichen Dank an Max Schrems nach Salzburg. Dankeschön. Ja, und mein letztes Danke sage ich Ihnen. Danke für Ihr Interesse, danke, dass Sie da waren. Danke auch für Ihre Fragen. Alles Gute und spread the word. Also ich glaube, das können wir da vielleicht auch ein bisschen einfach weitertragen, was wir da heute gehört haben. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal vielleicht auf Puls 4 sehen. Dankeschön. Guten Abend.